Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zum 100-jährigen Jubiläum der Arbeiterkammer Steiermark hier aus der Außenstelle in Murau. Wir feiern gemeinsam mit der Arbeiterkammer Steiermark die Buchpräsentation Arbeiterkammer Steiermark 100 Jahre Gerechtigkeit. Es dreht sich heute alles um die Gerechtigkeit und wir werden zahlreiche Einblicke erfahren, denn deswegen sind wir heute hier, um mehr über dieses Werk, über die Hintergründe, über die Autoren zu erfahren. Wir werden in die Zukunft blicken, wir werden vieles über überstandene Krisen erfahren und über viele, viele Erfolge. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Anna Brugger und ich darf Sie durch den Rahmen heute begleiten. Ich darf Sie auch im Namen des Außenstellenleiters Andreas Gutmann begrüßen. Er freut sich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und uns die Aufmerksamkeit schenken, somit auch dem Buch der Arbeiterkammer. Weiter begrüße ich auch das Musikduo Maigl, welches heute für die musikalische Umrahmung sorgen wird. Und ich denke, es ist jetzt gerade der richtige Moment, um uns so richtig einzustimmen. Und Durst für beim Kaffee am Rechaud. Hier liegt noch in der Hafen, wann die Tierbrust geht, weil in die Arbeit kommt man nicht zu spät. Weil in die Arbeit kommt man nicht zu spät. Vorbei an die hohen Heißen, voller Zandstaub der Leib. Das ist mit dem Rad, dann mit dem Moped. Autosport ab bis heim, sportärisch vor Augen, es blind fürs Leben, weil in der Arbeit muss man alles geben, weil in der Arbeit muss man alles geben. Heimkommt das Fenster, der Tag ist vorbei, hat dann was zum Tun ist, weil es muss so sein. Red nix und hast viel, will sein rund, sein dem mit Druck, ja, weil es Leben ist Arbeit und der bringt den um. Ja, weil es Leben ist Arbeit und der bringt den um. Dankeschön. Wir werden ja heute noch einige Stücke hören dürfen und für die Eröffnungsrede ist natürlich ein ganz besonderer Gast heute vor Ort. Ich darf Herrn Josef Besserl, den Präsidenten der Arbeiterkammer Steiermark, zu mir nach vorne bitten, um seine Begrüßungsrede zu halten. Das Rednerpult steht schon für Sie bereit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Gäste, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf euch ganz, ganz herzlich zu diesem Abend begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Ich habe schon gehört, es gibt eine Parallelveranstaltung, die möglicherweise mit 1000 Gästen bestückt sein wird. So viel Platz haben wir da nicht. Und umso mehr freue ich mich, dass so viele dieser Einladung nachgekommen sind. Ich darf einige Ehrengäste namentlich stellvertretend begrüßen. An der Spitze begrüße ich und ich freue mich sehr darüber, dass er trotz dieser Terminüberschneidung sich die Zeit genommen hat, zu uns zu kommen. Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Murau, Herr Thomas Kalker, vielen Dank und herzlich willkommen. Ich freue mich ebenso, dass er unter uns ist, nämlich der Obmann der Landwirtschaftskammer Murau. Wir reden ja von Sozialpartnerschaft.
der Obmann der Landwirtschaftskammer Murau, Herr Martin Hemstreit. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen. Von der Wirtschaftskammer freue ich mich, unter uns zu begrüßen, von der Regionalstelle Murau, Herrn Magister Armin Bacher und vom Regionalstellenausschuss Herrn Michael Hemstreit. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Von der Industriellen Vereinigung und gleichzeitig auch Mitglied des Beirates beim AMS, Herr Ingenieur Heimo Berner. Vielen Dank und herzlich willkommen. Der Geschäftsstellenleiter des AMS Murau, Herr Günther Nauschnick. Vielen Dank und herzlich willkommen. War das jetzt falsch? Stellvertreter, da steht eh da. Lesen sollte man können. Ich freue mich ebenso, dass die Regionalsekretärin des ÖGB der Region Obersteiermark-West unter uns ist, Kollegin Heike Ebner. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ebenso ist unter uns der Sekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten, Christian Jammerbund. Lieber Christian, herzlich willkommen. Der Sekretär der Gewerkschaft Bauholz, Otto Rottensteiner. Herzlich willkommen. Von den Netzwerkpartnern, vom Regionalmanagement Murau, Frau Magistra Christine Berntaler und, nein, das war's, Frau Magistra Christine Berntaler, herzlich willkommen. Dann darf ich ins eigene Haus kommen. Ich freue mich ganz besonders, dass der Kammerrat der Arbeiterkammer Steiermark, Kollege Josef Birker, unter uns ist. Lieber Josef, herzlich willkommen und vielen Dank. Und ein in Murau nicht, glaube ich, heute nicht ganz unbekannter, lang gedienter Vizepräsident der Arbeiterkammer Steiermark, mittlerweile außer Dienst, Erwin Stöller. Lieber Erwin, herzlichen Dank und herzlich willkommen. Jugendlich und schon nicht mehr im Dienst, das ist unglaublich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir noch, und die hätte ich eigentlich ganz am Beginn besonders begrüßen müssen, Sie sind es nämlich, die sich jeden Tag, und zwar vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember, Schulter an Schulter mit der Gewerkschaft und mit der Arbeiterkammer für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen. Und ich möchte ganz bewusst dazu sagen, für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und nicht, wie manches Mal von manchen suggeriert wird, das sind die Gegner der Unternehmer und Unternehmerinnen. Nein, wir sind Partner, aber wir treten eben für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. Das sind die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die Personalvertreterinnen und Personalvertreter. Vielen herzlichen Dank für euer Engagement und dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Gäste, 100 Jahre Arbeiterkammer, es sind eigentlich schon 101 Jahre oder ein bisschen mehr. Wir haben ja im vergangenen Jahr den 100. Geburtstag gefeiert, 100. Geburtstag der Steirischen Arbeiterkammer. Die Pandemie hat uns leider diese Tour durch die Steiermark etwas vermiest, deshalb sind wir jetzt ein Jahr später dran, diese Tour durch die Steiermark zu begehen. Der 26. Februar 2020, an dem wir den 100. Geburtstag gefeiert haben, ist genau der Tag, nämlich 100 Jahre davor, 26. Februar 1920, an dem das Gesetz zur Errichtung der Arbeiterkammern
beschlossen worden ist. Und es ist immerhin rund sieben Jahrzehnte, 1848, sind die ersten gesetzlichen Grundlagen für die Errichtung der gesetzlichen Interessensvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer, nämlich der Handelskammern, beschlossen worden. Also rund 70 Jahre, sieben Jahrzehnte später, nach langem, intensiven Kampf, ist es gelungen, und es ist der Gewerkschaft gelungen, die Politik über die Parteigrenzen hinweg davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, ein Pendant sozusagen, nicht einen Gegner, ein Pendant als Ausgleich zur gesetzlichen Interessensvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer, eine gleiche für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu haben. Und es ist eigentlich eine hundertjährige Erfolgsgeschichte, die unterbrochen worden ist durch den Austrofaschismus von 1933 und den Nationalsozialismus bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine Erfolgsgeschichte nicht, und das ist mir auch wichtig zu betonen, wir wollen da überhaupt keine Selbstbeweihräucherung begehen. Das ist nicht eine Erfolgsgeschichte für die Institution Arbeiterkammer, sondern es ist eine Erfolgsgeschichte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der einen Seite. Es ist aber auf der anderen Seite eine Erfolgsgeschichte für ein gemeinsames, erfolgreiches Miteinander. Und ich werde dann vielleicht noch in wenigen Sätzen darauf eingehen. Und wenn es die Arbeiterkammer nicht gäbe, dann müsste man sie eigentlich erfinden. Und trotz dieser Erfolgsgeschichte für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, trotz dieser Erfolgsgeschichte werden in einer Zeit, in der es der Gesellschaft an sich, jetzt weiß ich schon, da gibt es noch viele, viele Nachholbedarfe, aber wo es der Gesellschaft insgesamt im Vergleich zu jener Zeit, wo es diese Einrichtung, gegründet worden ist, 1920, wo es der Gesellschaft relativ gut geht, wo wir in einem relativen Wohlstand leben. Und in einer solchen Zeit werden immer wieder Stimmen laut, die meinen, die Arbeiterkammer, eigentlich könnte man die ein bisschen zurückstutzen. Die hat zu viel Geld, da könnte man die Umlage ein bisschen kürzen, damit sich die Arbeitnehmerinnen was ersparen. Ich sage nur dazu, wenn wir die Umlage um 50% reduzieren, also halbieren, dann ersparen sich die Arbeitnehmerinnen im Durchschnitt pro Monat einen Cappuccino. Das ist eine tolle Geschichte, da werden alle reich werden davon, nur mit einem Ergebnis, dass es keine Arbeiterkammer mehr gibt. Es gibt die Arbeiterkammer schon noch, aber dass es keine mehr gibt, die die Interessen der Arbeitnehmerinnen wirkungsvoll wahrnehmen kann. Und dann sagen die gleichen, und im Übrigen ist es überhaupt längst überholt, diese komische Sozialpartnerschaft. Die tun da nur miteinander streiten, das dauert alles so lang, und am Ende kommt irgendein fauler Kompromiss heraus. Und weil das alles längst überholt ist, ewig gestrig, brauchen wir etwas, was ganz schnell entscheidet. Kurze Entscheidungswege. Das aus meiner Sicht Fiese dabei ist nur, jetzt kann man diese Meinung natürlich vertreten, das Fiese bei dieser Argumentation ist nur, dass man die Argumentation nicht seriös zu Ende führt. Denn wenn man diese Meinung vertritt, dass diese Sozialpartnerschaft, die da miteinander streitet und um Lösungen ringt, und dass das alles so lange dauert, dass das überholt sei,
dann muss man auch dazu sagen, wenn man das beseitigt, was die Konsequenzen daraus sind. Und es ist eines völlig klar. Dieses Miteinander streiten im positiven Sinn des Wortes, das Verhandeln um Lösungen, das feine Austarieren von Interessensgegensätzen. Und jeder, der behauptet, zwischen Unternehmerinnen und Arbeitnehmerinnen gibt es keine Interessensgegensätze, der hat wahrscheinlich noch nicht sehr oft in einem Betrieb gearbeitet. Und jetzt sind diese Interessensgegensätze weder was Bösartiges noch etwas Schlechtes. Sie liegen in der Natur der Sache. Aber das feine Austarieren von Interessensgegensätzen durch langwierige Verhandlungen, durch miteinander Streiten um Lösungen im positiven Sinn des Wortes, die Alternative zu diesen langwierigen Verhandlungen für das feine Austarieren von Interessensgegensätzen, wo am Ende ein Kompromiss herauskommt, mit dem beide Seiten zwar nicht ganz zufrieden sind, aber beide Seiten leben können. Die Alternative dazu ist das Diktat. Und dazwischen gibt's nichts. Zwischen Verhandlung und Diktat gibt es nichts. Entweder das eine oder das andere. Und ich glaube, aus der Geschichte haben wir alle gelernt, dass ein Diktat völlig unerheblich, von welcher Seite es ausgeübt wird, dass ein Diktat kurzfristig für eine Seite möglicherweise einen Vorteil bringt. Mittel- und längerfristig allerdings, lehrt uns die Geschichte, hat ein Diktat noch immer in den Abgrund geführt. Und vor diesem Hintergrund sollten wir diese Töne auch wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, was es bedeutet, wenn wir denen das Wort reden, die glauben, die Sozialpartnerschaft, die Partnerschaft ist überholt. Dann spielt sich das Ganze, nachdem die Interessensgegensätze ja durch die Beseitigung der Partnerschaft nicht aufgelöst sind, dann spürt sie das Ganze nicht am grünen Tisch, nicht mit Lösungen, mit denen beide Seiten einigermaßen leben können, Kompromiss. Und der Kompromiss heißt immer, dass jeder von seiner Extremposition etwas nachgibt, dass sich beide Partner aufeinander zubewegen und dass es dann ein Ergebnis gibt. Und wenn das nicht möglich ist, weil man diese Partnerschaft beseitigt, dann spürt sie das Ganze auf der Straße ab. Und wir wissen aus Erfahrung, das sind Fakten, das ist nicht irgendwie aus dem Finger gesaugt, wir wissen, dass gerade diese Partnerschaft, wo wir trefflich miteinander um Lösungen ringen, dass gerade diese Partnerschaft Österreich zu einem wirtschaftlich erfolgreichen und wohlhabenden Land gemacht hat, in dem sozialer Friede herrscht. Und alles das würde mit einer Beseitigung dieser Partnerschaft aufs Spiel gesetzt werden. Und vor diesem Hintergrund bedanke ich mich noch einmal und ich freue mich sehr, dass die Sozialpartner heute auch unter uns sind, bedanke ich mich sehr für diesen Austausch, für diesen Streit im positiven Sinn des Wortes, für dieses Ringen um Lösungen, mit denen am Ende beide Seiten leben können. Und wir messen aufgrund dieser Partnerschaft und weil das alles unglaublich so lange dauert, wir messen in Österreich
Und das ist dann die Alternative, der Arbeitskampf, der Streik, die Straße. Wir messen den Streik in Österreich innerhalb eines Jahres, nicht in Wochen, nicht in Tagen, nicht in Stunden. Wir messen ihn in Sekunden. Und ich glaube, das sagt alles darüber aus. Und das, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass es wert ist, und zwar von beiden Seiten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber und im Übrigen auch von Seiten der Politik, alle Anstrengungen zu unternehmen, dass es jenen Kräften, die glauben, sie können das alles außer Kraft setzen und vom Tisch wischen, dass jene Kräfte nicht die Oberhand gewinnen. Im Interesse und im Sinne der Unternehmerinnen und Unternehmer, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, des sozialen Friedens und der Demokratie. Und es hat zu diesem 100-jährigen Geburtstag der Werner Anzenberger, die Anja Grabuschnik und der Heimo Halbreiner, sie haben eine Festschrift, ein Buch verfasst. In diesem Buch gibt es unter anderem Einblicke in die steirische und österreichische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Und ich bedanke mich bei der Autorin und bei den Autoren sehr herzlich für das Schreiben, für das Niederlegen dieses Buchs, für das Verfassen dieser Festschrift. Und wir werden ja heute einige Auszüge davon hören. Bei euch, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, bei Ihnen, sehr geehrte Gäste, bedanke ich mich noch einmal sehr herzlich, dass Sie heute hier sind, dass ihr heute hier seid. Ich wünsche Ihnen, wünsche euch ein paar spannende Minuten, vielleicht wären es auch Stunden, wo uns, in denen uns aus diesem Buch einige Ausschnitte geschildert werden. Und danach wird es einen kleinen Imbiss, glaube ich, geben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Und jetzt darf dem Wunsch des Herrn Bürgermeisters entsprochen werden, einige Grußworte an uns zu richten. Vielen Dank, alles Gute, herzliches Glück auf. Danke, Herr Präsident, und somit haben Sie es mir schon vorweggenommen. Von Seiten der Stadtgemeinde Murau möchten natürlich auch noch Grußworte gesprochen werden, bevor wir dann wirklich mit der Präsentation starten. Herr Bürgermeister Thomas Kacherl, ich bitte Sie nach vorne, um die Begrüßung zu sprechen. Thomas Kalcher natürlich. Danke für diese charmante Korrektur. Lieber Herr Präsident Besser, lieber Andreas Gutmann, meine geschätzten Damen und Herren, ich sage einmal herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Buchpräsentation. Und ja, Sie haben es ja bereits angesprochen, es findet dann im Anschluss noch eine Veranstaltung statt. Wie wahrscheinlich allen Anwesenden bekannt ist, sind ja Strukturreformen im Bereich des Tourismus angesagt, und wir haben heute diese Gründungssitzung, wo eben der neue Tourismusverband sich konstituiert und auch die Funktionäre gewählt werden. Wir sind dann einer von nur noch 11 Verbänden in der Steiermark, bisher hat es ja 96 gegeben, und ich gehe davon aus, dass es nicht 1000 Personen sein werden. Ich habe die Vergleichszahlen zum Murtal ein bisschen im Kopf. Da hat die Versammlung erst vor wenigen Tagen stattgefunden. Also wird deutlich weniger sein, und wahrscheinlich hätten wir auch in diesem schönen Saal hier Platz. Wobei dieser Saal uns auch in der Gemeinde wirklich gute Dienste leistet. Wir sind hier sehr oft eingemietet mit verschiedensten Veranstaltungen, ob das die Operette ist, ob das Gemeindeveranstaltungen sind. Und daher glaube ich, dass wir in diesem Bereich auch mit der Arbeiterkammer wirklich in einen sehr guten und intensiven Austausch immer bestehen. Herr Präsident, noch Ihnen irgendwas zum Thema zu sagen ist schwierig, weil eigentlich haben Sie alles gesagt, und ich kann alles nur zu 100% unterstreichen. Also ich glaube auch und bin fest davon überzeugt, dass die Sozialpartnerschaft der einzig richtige und ein ausgesprochen wichtiger Weg ist. Es ist auch so, dass wir uns, glaube ich, wirklich in Österreich glücklich schätzen können, dass wir diese geerdeten Strukturen vorfinden, diese
Strukturen, die nicht immer einfach zu bearbeiten sind, aber das ist in jeder Partnerschaft so. Das ist im Privaten nichts anderes als im Arbeitnehmer- und Unternehmerbereich. Man muss sich halt in verschiedenen Themenbereichen und bei unterschiedlichen Positionen immer wieder ein bisschen zusammenraufen. Und der Kompromiss ist natürlich, so wie Sie es ja gesagt haben, ein Aufeinanderzugehen. Das ist eigentlich eine hohe Qualität, die man weltweit nicht gar so oft vorfindet. Allein auch diese statistische Darlegung der Streiksekunden im Vergleich zu anderen Nationen ist wirklich Beleg dafür, dass bei uns eigentlich sehr geordnete Verhältnisse herrschen. Und die Sozialpartnerschaft, die in der heutigen Zeit durchaus eher nur hintergründig diskutiert wird, hat schon ihre Berechtigung. Und mir fallen da so immer wieder so die Bilder ein, wie Sie es jetzt gesagt haben, Salinger und Benja zum Beispiel oder was. Das waren so irgendwo diese Persönlichkeiten, die auch nach außen hin sehr stark präsent waren. Und wo man dieses Thema vielleicht wesentlich stärker in der Öffentlichkeit mit erfahren durfte, als das heute noch der Fall ist. Generell glaube ich, dass wir in beiden Bereichen eine sehr gute und durchaus stabile Grundlage vorfinden. Was mir persönlich in meiner Einschätzung immer wieder ein bisschen Sorge bereitet, ist das unternehmerische Umfeld, das ein bisschen aus dem nationalstaatlichen Bereich hinausgeht. Wir wissen, dass diese Global Players, die es heutzutage gibt, sich an diese Spielregeln, die wir mit begleiten, die von unseren Vorvätern auch durch gesetzgeberische Maßnahmen manifestiert worden sind, nur in Ansätzen kennen und diese auch nicht wirklich mitnehmen und mit bewirtschaften wollen. Das ist, glaube ich, ein globalpolitischer Ansatz, der hier wesentlich stärker gefunden werden müsste, denn das sind eigentlich jene Bereiche, wo eine große Anzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kaum irgendwelche Rechte wahrnehmen können, für sich beanspruchen können. Die österreichische Unternehmerlandschaft, glaube ich, hat sich durchaus gemeinsam mit der Arbeitnehmerinnenvertretung in einer guten Konstellation gefunden. Aber diese Bereiche, und das wissen wir aus den medialen Berichterstattungen, sind teilweise offensichtlich national nicht greifbar oder kaum greifbar. Und da ist es umso wichtiger, dass wir übernational, ob auf europäischer Ebene, aber auch anderen Staatenkonstrukten auf dieser Welt, entsprechende Ansätze finden müssen. Denn eine Übermacht der kapitalistischen Systeme, und wir wissen, von was wir da reden, also das sind die großen Konzerne, Microsoft, Google etc., auch Amazon etc., also alle, die mit diesen Low-Budget-Jobs durch die Welt fahren und die großen Gewinne abcashen, das kann, glaube ich, nicht unsere Zukunft sein. Da können wir uns in Österreich noch so bemühen, wenn diese übermächtigen Konzerne dann immer mehr, und da sind wir vielleicht durchaus beim Begriff des Diktats, nämlich auch die nationalen politischen Strukturen und die nationalen Institutionen unter Druck setzen. Das ist, glaube ich, wirklich der Ansatz, wo man, wenn man jetzt wirklich in die nächste Zukunft schaut, entsprechend ansetzen muss. Ich hoffe, dass hier auch dieser nationale Schulterschluss und auch dieses Bemühen, in diese Bereiche einzuwirken, das sicherlich nicht einfach ist, in Zukunft gut und entsprechend massiv weiter betrieben werden, weil das, glaube ich, wirklich die Grundlage ist. Wir leben logischerweise in einem gesamten Wandel, auch in der Arbeitswelt. Das wissen wir alle, die wir hier versammelt sind. Die Volatilität im Arbeitsbereich, aber auch im unternehmerischen Bereich ist so groß, wie sie wahrscheinlich noch nie war. Und da geht es immer darum, dass man eine gewisse Stabilität erhält hat, weil nur Stabilität für uns alle in unserer Gesellschaft wirklich der entscheidende Faktor ist, um in eine gute Zukunft zu gehen. Geschichten gehören dokumentiert. Freue mich, dass dieses Dokument über 100 Jahre Arbeiterkammer vorliegt. Es ist wichtig, auch für die Nachwelt immer wieder zu erzählen, was geleistet wurde. Wir halten es in der Stadt auch so. Wolfgang Hager, einer unserer ehemaligen Bürgermeister, ist gerade dabei, auch die Stadtchronik neu aufzusetzen. Da geht es um 730 Jahre, da sind wir bei 100 Jahren. Aber die Zahl alleine tut nichts zur Sache. Ich wünsche der Arbeitnehmervertretung in ihrer Gesamtheit weiterhin einen guten, einen effizienten Weg, immer auch in Verbindung. Und mich freut es auch, dass auch die Sozialpartner hier in unserem gemeinsamen Treffen vorhanden sind, immer auch in diesem Schulterschluss zum Wohle unserer Bevölkerung und insbesondere auch zum Wohle unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Danke noch einmal für die Einladung. Musik.
a job in the city, working for the man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep and worry about the way things might have been. Big wheels keep on turning, proud may keep on burning. Dankeschön. Geschichte gehört dokumentiert und niedergeschrieben. Das hat er gemacht. Er ist Jurist und Historiker. Er leitet den Bereich Recht und Sozialpolitik sowie die Außenstellen der Arbeiterkammer Steiermark. Er ist verantwortlich für zahlreiche Publikationen und mitunter auch für die Publikation Arbeiterkammer Steiermark 100 Jahre Gerechtigkeit. Ich bitte zu mir nach vorne Professor Dr. Dr. Werner Anzenberger. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dankeschön fürs Kommen. Eine schöne Kulisse für das angeblich so kleine Murau, aber aus der Geschichte, meiner eigenen Geschichte, weiß ich, dass dieses Murau nicht immer so klein war, nicht klein an Problemen, wenn ich darüber schaue zu meinen Kollegen Gutmann, und nicht klein an Ideen. Und ich darf am Beginn, weil ich weiß, wie viel Arbeit eine solche Veranstaltung macht, den Teams vor Ort Dankeschön sagen. Und das ist das Team der Arbeiterkammer und das Team des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und der Fachgewerkschaften. Und zeigt einmal mehr, dass Arbeitnehmerbewegung nicht unabhängig gesehen werden darf von den beiden Institutionen. Sie sind gemeinsam groß geworden, sie haben gemeinsam gelitten und sie haben ihre Erfolge gemeinsam erarbeitet und dürfen diese Erfolge gemeinsam genießen. Ich begrüße hier sehr, sehr herzlich unseren Außenstellenleiter, hier den Andreas Gutmann. Ich begrüße die Heike Ebner und ich begrüße insbesondere den Kollegen Christian Jammerbund. Herzlich willkommen nochmals bei uns. Und jetzt darf ich auf die Worte des Herrn Bürgermeisters Kalcher zurückkommen. Und du, sie, ich weiß nicht, wie ihr das halten wollt hier in der Region, du, Herr Bürgermeister, hast so wunderbar die Worte unseres Präsidenten aufgenommen. Und das ist ja das Wesen des Mannschaftsspiels, des Teamspiels, dass man sich die Bälle zuspielt und dann wunderbar einnetzt. Und du hast die großen Probleme
angesprochen. Nicht nur der Arbeitnehmerinteressenvertretungen, sondern vor allem der Sozialpartnerschaft insgesamt und überhaupt dieses Ausgleiches, dieses enorm wichtigen sozialen Ausgleiches, der den sozialen Frieden schafft. Und wenn wir uns unsere Publikation anschauen, dann haben wir zuerst die Geschichte dargestellt, aber dann sind wir darauf eingegangen, wie sich denn unsere Republik und die Sozialpartnerschaft in Zukunft entwickeln wird. Und ich meine, eine positive Entwicklung wird nur möglich sein, wenn das, was die Erfolgsstory Österreichs ausgemacht hat und was Teil der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, auch der Arbeiterkammer, die hier dargestellt ist, war, wenn das auch Teil eines europäischen Geistes, ja vielleicht eines weltweiten Geistes wird. Und jetzt weiß ich schon, also wir sind schon Chauvinisten, aber wir sollten keine Chauvinisten sein. Ja. Deutsch-österreichischen Wesen sollte irgendwann einmal schon die Welt genesen. Wie das schiefgegangen ist, das wissen wir alle. Aber dass der Ausgleich, der Interessenausgleich, dass das ein Modell ist, um auch die wesentlichen Zukunftsprobleme zu bewältigen, und zum Schluss werde ich dann einen Ausblick machen, die enormen Verwerfungen, die auf uns zukommen werden, bei all den Problemen, die wir ohnehin schon haben, die da sind, Migration und Klimawandel, Digitalisierung und weiterer technischer Fortschritt mit den Fragen, wie ist Vermögen, wie ist Einkommen, wie ist Arbeit zu verteilen, und dann die Prekarisierung, nämlich das Abdrängen jener, die noch einen Arbeitsplatz haben, der durch einen Arbeitsvertrag gesichert ist, durch eine anständige Sozialversicherung, von jenen, die das alles nicht mehr haben, sondern als Ein-Personen-Unternehmen arbeiten müssen, ohne dass sie eine Entgeltfortzahlung im Krankenstand haben, ohne dass sie einen bezahlten Urlaub haben, ohne dass sie die Mindestsicherung eines kollektivvertraglichen Entgelts haben. Das sind die Fragen, und so haben wir das aufgebaut. Und einmal, Herr Bürgermeister, darf ich noch einmal auf deine so schöne Rede zurückkommen. Wir haben, glaube ich, sehr erfolgreich vermieden, uns selbst zu beweihräuchern in diesem Buch. Wenn wir sagen 100 Jahre Arbeiterkammer und alles in allem eine große Erfolgsstory mit all den Rückschlägen und Niederlagen, Präsident hat schon gesagt, Austrofaschismus und Nationalsozialismus, aber eine Erfolgsstory, so ist das Teil einer Und da gehören unsere Sozialpartner dazu, da gehört die Landwirtschaftskammer dazu, da gehört die Wirtschaftskammer dazu. Das ist ja bei euch ganz einfach, nicht? Also die Arbeitgeberseite, die heißt Hebenstreit, nicht? Arbeitnehmerseite wird es ein bisschen komplizierter, nicht? Weil das heißt halt Ebner, Jammerbund und Gutmann. Aber ich bin überzeugt davon, ihr werdet hier eine ganz ausgezeichnete Sozialpartnerschaft tatsächlich haben. Und da gehören auch die anderen Player dazu, die teilweise hier sind. Was ist eine Arbeitnehmerinteressenvertretung? Was ist ein sozialer Ausgleich auf Sozialpartnerebene ohne einen funktionierenden Arbeitsmarkt? Auch das war ja nicht selbstverständlich. Nicht? Früher hat es die privaten Arbeitsvermittler gegeben. Da haben die Leute gleich mal eine Kaution bezahlen müssen und gleich mal eine Provision, damit sie irgendwo als Dienstbote vermittelt wurden. Sind, ja, in einen gehobenen Haushalt und dann in der Nacht in der Badewanne schlafen durften. Und daher ist es schön, dass auch das AMS hier vertreten ist. Im Übrigen wieder sozialpartnerschaftlich aufgestellt, aber der Vertreter, und das freut mich besonders, der Industriellenvereinigung ist hier auch nicht immer friktionsfrei gegenüber der klassischen Sozialpartnerschaft aus den großen vier, Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer, Österreichischer Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer. Das wissen wir schon. Aber insgesamt, wenn es dann ans Eingemachte geht, dann denke ich einmal, ziehen wir schon am gleichen Strang. Und ich war lang genug in den Regionalgremien mitvertreten und ich weiß schon, also
wann hat schon mal eine Mehrheitsentscheidung schlussendlich gegeben, wo halt sich dann der Leiter oder die Leiterin auf die eine oder andere Seite geschlagen hat, weil irgendwo muss er dann mitstimmen. Im Prinzip haben wir das alles einvernehmlich gemacht. Auch das ist Kultur. Und weil ich da rüberschaue, zum Beispiel zum Kollegen Steiner, nicht, dann wissen wir schon, dass wir da eine anständige Geschichte geschlagen haben hier in diesem Bezirk. Aber schlussendlich haben wir uns dann geeinigt. Und die Einigung, der Kompromiss, das ist das Salz der Demokratie, das ist das Salz der Sozialpartnerschaft, weil ich ja auch viel vertreten habe. Natürlich will man gewinnen. Wir werden dann das Lied hören, nicht? Ich sage immer das Sozialpartnerschaftslied. Nicht? Also schau Schatzi, bei mir steht es da auf der SAF. Ja? Also beide stehen im Prinzip auf der SAF und keiner hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und es gibt nie Schwarz und Weiß. Und es hat nie einer zur Gänze Recht. Es haben immer beide ein bisschen Recht und der andere vielleicht ein bisschen mehr. Aber schlussendlich ist ein Sieg natürlich erfreulich, wenn man sie zur Gänze durchsetzt, mit einem Urteil bei Gericht oder schon im Vorfeld bei den Interventionen. Aber noch viel, viel edler ist der Vergleich. Und ich habe immer gesagt, wenn ein Vergleich beiden Seiten so richtig wehtut, also so richtig schmerzt, dann ist es der richtige Vergleich und dann passt er ganz genau. Und das haben auch deine Vorgänger hier wunderbar gewusst, nicht? Weil wie ich gekommen bin 1988, da kann man noch erinnern, da haben wir hier noch einen Sprechtag gehabt und da, ich glaube, ab noch ein paar Monaten, wie ich da war, ist dann der berühmte Hans Gavanelli, der berühmte Gaff, aufgestiegen zum Außenstellenleiter. Der charmante Hansi, ja, wie er, glaube ich, hier geheißen hat. Und wir erinnern uns vielleicht auch noch an Walter Berner, der überhaupt ein Überflieger war, nicht nur, weil er mit dem Helikopter ständig unterwegs war, sondern weil er in St. Peter am Kammersberg, glaube ich, eigentlich fast Unmögliches möglich gemacht hat, ja, ohne, ich nehme mal an, aber dich da jetzt zu kränken. Des einen Freude ist mir des anderen ein bisschen leid, aber so muss es ja sein in der Politik. Und der vielleicht als Überflieger auch etwas übersehen hat, was wir auch möglicherweise hin und wieder übersehen, aber insgesamt nie aus den Augen verlieren sollen. Schlussendlich, und das ist ja auch so erfreulich an dieser Emanzipationsgeschichte, Arbeitnehmerschaft, die Menschen haben es geschafft, ein Maß an Wohlstand und an Sicherheit zu erreichen, das auch ermöglicht, wenn nicht irgendetwas Besonderes passiert, gesund, alt zu werden, in Frieden zu reifen. Das hat leider der Walter Berner ein bisschen übersehen, aber in unserem Herzen, glaube ich, ist er noch immer vorhanden. Und jetzt komme ich auf unsere... auf unsere Musik zu sprechen, nicht? Weil die wollte ich jetzt vorstellen. Das werden wir dann ein bisschen später machen. Kleine Auszeit gegönnt. Und das ist... Sie spielen dann das berühmte Gewerkschaftslied, ja, von Woody Guthrie, I stick to the union, ich halte zur Gewerkschaft und die Gewerkschaft hält zu mir. Das spielen Sie dann zum Schluss, daher brauchen Sie jetzt Ihre gesetzliche Ruhezeit und die ist Ihnen auch gegönnt. Aber überlegen wir, meine Damen und Herren, was Sie da jetzt gesungen haben. Und wir haben alle diese Lieder, obwohl sie keine klassischen Arbeiterlieder sind. Wir wollen ja unsere geschätzten Freunde von der Arbeitgeberseite nicht überfordern mit blutrote Fahnen, grüßt das Sonnenlicht und so und auch irgendwelche anderen hohen Behördenvertreter. Deswegen haben wir Lieder genommen, die fast jeder kennt, ne? Aber die mindestens genauso unter Anführungszeichen revolutionär sind. Und wenn ich revolutionär hier sage, dann meine ich evolutionär. Also nicht so wie in Russland, dass wir alles zusammenschießen und dann ist alles weg und dann aufhängen und
und Ähnliches. Das meine ich nicht mit Revolution, sondern das, was wir hier haben in 100 Jahren, war natürlich schon eine Revolution in dem Sinne, dass das eine Evolution war, die enorm schnell vor sich gegangen ist. Und das ist wesentlich in die richtige Richtung, nämlich als zivilisatorischer Fortschritt. Und schade, dass Sie nicht da sind, dann hätten Sie das jetzt bestätigt. Was haben Sie hier gesungen? Ein Lied von Creedence Clearwater Revival. Proud Mary kennt wahrscheinlich jeder. Das ist ein Arbeiterlied. Ne? Die Proud Mary, die muss Geschirr abwaschen und die muss schwere Paneele abladen. Und die molocht den ganzen Tag. Ja? Und am Abend ist sie fertig und dann schläft sie ein, da kommt sie gar nicht mehr darüber zum Nachdenken, nicht? Wie denn das weitergeht. Ja? Sie ist unter dem großen Rad. Big Wheel, keep on turning, dreht sich. Und sie unter dem Rad. Aber ihr im Herzen weiß sie, es gibt noch etwas anderes, es muss noch etwas anderes geben. Entwicklung, Perspektive. Und für Entwicklung und Perspektive braucht man Entwicklungsmöglichkeit, da braucht man Bildungsmöglichkeit und vor allem, man braucht Zeit. Und dann hat sie die Möglichkeit, fast wie eine Autostopperin, ja, einen Flussdampfer zu stoppen, nicht? Dieser berühmten Dampfer da unten im Süden, nicht? Am Mississippi. Und am Missouri. Und das ist ja das Doppelspiel. Ne? Dieser Flussdampfer hat vielleicht Proud Mary geheißen. Das ist so ein typischer Name. Und dieser Flussdampfer ist es ähnlich. Ja? Big Wheel, keep on turning. Das Schaufelrad dreht sich. Und Proud Mary, keep on burning. Der Sessel, der das Ganze treibt. Aber wie anders ist das jetzt nun für unsere junge Dame, für unsere junge Arbeiterin? Sie steht am Deck und dieses Rad, die Technik, der Fortschritt, den wir jetzt teilweise wieder als Bedrohung empfinden, aber es kommt immer nur darauf an, wie wir damit umgehen. Dieser Fortschritt, dieser technische Fortschritt, der arbeitet jetzt plötzlich für sie. Und sie steht am Deck und schaut herum und dann nimmt sie die Landschaft wahr. Sie riecht, sie schmeckt, sie sieht die Städte. Ganz anders. Und das ist Entwicklung. Und das ist auch Entwicklung der Arbeitnehmerschaft. Und der beginnt, und der Herr Präsident hat so wunderbar gesagt, ja nicht, wie die Arbeiterkammer gegründet worden ist, sondern dieser Weg aus Schweiß, Blut und Tränen, der beginnt schon viel, viel früher, wahrscheinlich ewig, ja, ringt die Arbeiterschaft um Emanzipation, aber so richtig los geht es halt am Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wie geht's los, meine Damen und Herren? Es geht gleich los, und wir haben das, glaube ich, recht gut verarbeitet hier. Es geht gleich los wie 100 Jahre Arbeiterkammer, nämlich mit Bildung. Als allererstes muss man den Menschen erklären, ja, wofür es gut ist, für Gleichberechtigung zu kämpfen. Allein die Idee, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, aufgekommen in der Aufklärung im 17., 18. Jahrhundert, wäre vorher völlig undenkbar gewesen. Und zwar auf beiden Teilen, also nicht nur der besitzende Feudalherr, ja, der Adelige hätte gesagt, dass er jetzt völlig irgendwo angerannt, sondern auch der Unterworfene hätte ja gesagt, also bitte, sowas gibt's überhaupt nicht. Wir kommen ungleich auf die Welt und wenn wir uns anständig benehmen, dann kommen wir vielleicht in den Himmel und im Himmel sind wir dann alle gleich. Das ist ja dieses wunderbare Versprechen an die Underdogs, dass irgendwann einmal ihr Leid auch ein Ende hat und dann dürfen sie mit dem Feudalherrn an einem Tisch sitzen. Vielleicht, nicht, wenn man sich die Grabmäler anschaut, dann vielleicht auch hier, glaube ich, wollte man sich auch noch als Toter einen besonderen Platz einräumen. Und wie ist man umgegangen mit den Menschen, die gesagt haben, jetzt braucht die Arbeitnehmerschaft Bildung? Nicht? Wenn der einer gesagt hat, jetzt machen wir eine Bibliothek auf, nicht, damit die Leute sich ein paar Bücher ausbauen können und einmal nachlesen können, warum ihre Situation so ist und dass man an dieser Situation vielleicht auch was ändern kann. Dann hat man sie aus dem Arbeitsplatz entlassen und dann hat man sie eingesperrt, weil ist ja klar,
Und das muss man wissen, meine Damen und Herren. Und das hat nichts zu tun mit Gut und Böse, sondern einfach mit Interessen. Weil wenn es jemand gut geht und wenn er die Möglichkeit hat, selbst anzuschaffen, dann lässt er niemanden anderen dazu, ja, dass der anschafft. Natürlich hat er vielleicht der eine oder andere ein bisschen einen christlichen Impetus, eine transzendale Eingebung, dass man halt ein paar Almosen geben soll und ähnliches. Nicht? Das ist ja mit den Konzernchefs, die der Herr Bürgermeister angesprochen hat, ja nicht anders. Nicht? Wir machen ein paar Charity-Events und dann geben wir dem wir geben wollen, also nicht irgendwie demokratisch nach Mehrheitsverhältnissen bestimmt, sondern was wir halt glauben und dann lassen wir uns feiern. Mei, so ein guter Mann nicht, hat von seinen 63 Milliarden eine Million abgegeben für das Waisenhaus nebenan und es rührt uns tatsächlich ans Herz. Das wollten die Menschen, die sich damals organisiert haben, nicht. Weil die wollten etwas, was wir heute erreicht haben. Die wollten keine Almosen, meine Damen und Herren. Die wollten Rechtsanspruch. Und sie wollten vor allem in die Parlamente. Sie wollten mitbestimmen. Und sie wollten mitbestimmen, jeder nach seinem Kopf, eine Entscheidung nach der Zahl. Und jeder gleich. Und natürlich ist der Druck immer größer geworden, weil immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Arbeiterinnen und Arbeiter haben nachgelesen, sind in Kurse gegangen, nicht? In die Hinterhöfe haben sie sich getroffen, in die Keller haben sie sich getroffen, dann sind sie wieder mal verhaftet worden, dann sind sie wiedergekommen. Und dann haben sie einmal ein Wahlrecht bekommen. Aber wie hat so ein Wahlrecht ausgeschaut? Ich habe mir das einmal angeschaut für die Obersteiermark. Die Obersteiermark war damals ein bisschen anders gezogen. Ich habe es eh gestern gesagt, also da ist der Industriebezirk Volzberg heute auch noch ein bisschen dazu dabei gewesen. Hödelmoser sei Dank, habe ich gestern gesagt. Aber es waren ein bisschen mehr Leute. Aber ich habe es ausgerechnet. Ein Gutsbesitzer, Großgrundbesitzer, hat die gleiche Stimmmacht gehabt nach dem ersten Kurienwahlrecht, ja, wie 75.000 normale Menschen. 1:75.000. Was lernen wir daraus, meine Damen und Herren? Der Kampf um das Wahlrecht heißt Kampf um Teilhabe an gemeinsamen persönlichen Belangen. Und dieses Abringen dann bis hinein in die Republik 1919, wie die Republik gegründet worden ist, ist ein immer mehr Nachgeben. Und das geht nur durch Bildung. Und jetzt bin ich bei einem Phänomen, das mir heute abgeht. Es geht nur dann, wenn die Menschen zusammenhalten. Ich möchte gar nicht wissen, ja, wie hoch der Beitrag war im Verhältnis zum Einkommen, das die Leute gezahlt haben für die Arbeitnehmerinteressenbewegungen. Es waren mehr als die zwei Cappuccinos, die heute der Herr Präsident erwähnt haben. Das waren sicher 10, 20, 25%. Und etwas geht mir auch heute ab, nämlich der Wille, sich zu bilden. Und ich meine jetzt nicht der so notwendige Wille, sich fachlich zu bilden, damit man am Arbeitsplatz bestehen kann. Also das ist hervorragend, das will jeder. Aber Bewusstseinsbildung, nämlich dass eine Arbeitnehmerschaft die Rechte nur erringen kann und verteidigen kann, wenn sie sich zusammenschließt, weil die einzige Möglichkeit, dem Kapital Paroli zu bieten, ist, dass ich auf der anderen Seite die Stimmgewalt habe. Dieses Bewusstsein geht mehr und mehr verloren. Und das wundert mich deshalb so und entsetzt es mich zeitweise, weil wie viel, viel leichter ist das heute zu erwerben als damals. Man muss sich vorstellen, die haben gemolocht, ja, Stunden lang, die sind todmüde nach Hause gegangen und dann sind sie in die Bildungsveranstaltungen gegangen und dann haben sie sich angehört, wie kann man die Situation verbessern und dann haben sie sich
beschäftigt, wenn man die ersten Volkshochschulkurse etwa anschaut, ja, mit Architektur, mit Kultur, mit Kunst und Ähnliches, davon sind wir heute meilenweit entfernt. Die Geschichte der Arbeitnehmerschaft, die Geschichte der Arbeiterkammer, 100 Jahre ist eine Emanzipationsgeschichte und das, was die beiden hier geboten haben, ist auch eine Emanzipationsgeschichte. Und wenn die Tina Turner abfetzt auf der Bühne, ja, mit den leicht bekleideten Damen, aber sie wird schon wissen, warum sie das hier so präsentiert, ja, und das Lied darbietet, da muss man wissen, was hinter ihrer Emanzipationsgeschichte steht. Wie sie geboren worden ist, ist die Mama im Krankenhaus im Subterrain gelegen, weil da sind die Ärmsten gelegen, die ärmsten schwarzen Frauen. Darüber sind dann die ein bisschen wohlhabenden schwarzen Frauen gekommen und darüber war es reserviert für die weißen Frauen. Und je weiter auf, desto mehr Komfort bei der Geburt und je mehr medizinische Versorgung, je mehr Platz für die Gebärenden. So hat das begonnen. Und sie hat sich aus diesem Elend mit Glück, aber auch mit unglaublichem Engagement und Widerstandswillen befreit. Und daher dürfen wir nie vergessen, der Wohlstand, den wir errungen haben, ist nicht denkbar ohne Freiheit. Und Wohlstand wird ja in den verschiedenen Arbeiterliedern, die wunderschön sind, aber die wir heute hier nicht spielen, wir spielen immer andere Arbeiterlieder, immer als Brot bezeichnet. Aber das ist natürlich nicht nur das Brot, sondern das ist auch das, was drauf ist. Das ist die Wurst, das ist der Käse, das ist ein anständiges Essen, das ist Dach über dem Kopf, das ist eine anständige Sozialversicherung gegen die großen Risiken des Lebens, gegen den Unfall, gegen die Krankheit, gegen die Arbeitslosigkeit, gegen das Alter ein großes Risiko. Und da fällt mir immer ein, eines meiner Lieblingslieder aus dem Beginn dieser Bewegung, die wir hier gezeichnet haben, von Georg Herweg, eines vom Text meiner Lieblingslieder. Und dort heißt es, brecht das Doppeljoch entzwei, brecht die Not der Sklaverei, brecht die Sklaverei der Not, Brot ist Freiheit, Freiheit Brot. Schau, Schatzi, was du willst. Mir macht es nichts aus, weil auf der Saal bin ich zu Hause. Schau, Schatz, in mir ist der Weg los, dass das für dich ein blöder Schmäh war. Aber Schatz, und jetzt bist du. Mir holen, das haben schon andere von dir wollen. Willst schon merken, dass ich nicht so deppert bin? Glaubst du, spielst du da mit mir? Dabei spiel ich mich da mit dir. Was wird mir, Schatzi, und was wird mir, dass ich gewinn? Schau, Schatzi, du da nichts an. Du bist zu schlau, aber Schatzi, Gott sei Lob und Dank. So schlau wie du bin ich schon lang. Schau, Schatzi, dein Stimme in mir. Sonst bin ich draußen bei der Dinge, weil Schatzi, und jetzt bist du.
Gemeinsam mit Herrn Anzenberger sollte heute hier auch Frau Krabuschnik stehen. Diese ist heute leider verhindert. Daher freue ich mich aber dennoch, Ihre Vertretung begrüßen zu dürfen, Frau Magistra Lisa Wasner. Sie ist ebenfalls Referentin für den Bereich Soziales. Sie ist Juristin und sie ist noch nicht so lange für die Arbeiterkammer Steiermark tätig. Sie hat mir verraten, seit Anfang 2020, somit ist sie passend zum 100-jährigen Jubiläum eingestiegen. Ich bitte Sie zu mir nach vorne ans Pult. Ja, auch ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, dass ich ein bisschen was über dieses tolle Buchprojekt erzählen darf. Ich werde mich auch bemühen, die Kollegin würdig zu vertreten. Ja, 100 Jahre Arbeiterkammer, also 100 Jahre Gerechtigkeit. Ein Buchprojekt, das einfach die Geschichte, die Errungenschaften unserer Arbeiterkammer Steiermark darstellt. Ein Buchprojekt, das es so noch nie gegeben hat. So in dem Ausmaß hat es das noch nie gegeben über unsere Arbeiterkammer. Und warum ist es einzigartig? Was macht es so einzigartig? Also für mich ist es ganz eindeutig die Expertise. Die Expertise, die hier in dieses Werk eingeflossen ist. Ich versuche es kurz zu erklären. Man muss sich das vorstellen, unsere Arbeiterkammer hat Bereiche. Unsere Arbeiterkammer hat Abteilungen und auch Außenstellen. Und da war es wirklich so, nicht der Bereich so und so hat ein Projekt oder die Abteilung hat ein Projekt oder die Außenstelle nah. Die haben alle zusammengewirkt. Das Wissen von so vielen Mitarbeitern ist hier eingeflossen, ist hier in dieses Werk eingeflossen. Und das macht es, glaube ich, so besonders. Ehemalige Arbeiterkammer-Mitarbeiter, ÖGB-Funktionäre, Juristen, Historiker. Es haben da wirklich die verschiedensten klugen Köpfe mitgewirkt und sich da eingebracht. Und ich glaube, deshalb ja, ist es so toll geworden, weil man einfach sagt, auf so viel Quellen ist zurückgegriffen worden und so viel Recherche hat betrieben werden müssen. Ich habe halt auch oft mit der Anja gesprochen, es war langwierig. Es hat gedauert, so etwas auf die Beine zu stellen. Das ist natürlich, da ist einiges dahinter. Ja, was muss man sich jetzt als Leser vorstellen? Es geht einfach darum, einen Überblick über die Geschichte der Arbeiterkammer Steiermark zu geben. Welche Errungenschaften hat sie erreicht in der Ersten und Zweiten Republik? Es werden verschiedene Bereiche vorgestellt, Bereich Bildung, Bereich Wirtschaft. Es werden verschiedene Abteilungen vorgestellt. Was tun unsere Abteilungen? Was erreichen die? Was fordern die? Unter anderem unsere Abteilung für Frauen und Gleichstellung, wo ich später noch ein bisschen was dazu erzählen darf. Ja, was wird noch erzählt? Die Geschichte unserer VHS und von unseren Außenstellen. Warum haben wir die Außenstellen? Warum brauchen wir sie? Was leisten sie? Darf ich auch später noch ein bisschen was dazu sagen? Und weiß es nicht, für mich war es irrsinnig interessant, vielleicht weil ich mich noch nicht so gut damit ausgekannt habe. Unser Haupthaus, unser Gebäude in der Hans-Resel-Gasse, unsere Zentrale sozusagen, ja, die gibt's schon lange und die hat einiges zu erzählen. Die hat einiges gesehen, einiges erlebt. Und musste auch einiges erdulden, kann man sagen. Und ich finde es irrsinnig spannend, dass einmal auch diese Geschichte erzählt wird, dass man da mal ein bisschen einen Einblick bekommt sozusagen. Ja, im Nachwort unseres Buches wird dann Werner Anzenberger noch auf die Rolle der Arbeiterkammer und auch der Sozialpartnerschaft eingehen. Also auch sehr spannend. Und heute haben wir die Freude, dass wir halt wirklich ein paar Auszüge präsentieren dürfen, gerade ein bisschen was erzählen dürfen, damit man vielleicht das Interesse noch mehr weckt und ja, da freuen wir uns. Danke, Frau Wasner, für den Einblick in den Aufbau des Buches. Und Herrn Professor Anzenberger darf ich jetzt wieder nach vorne bitten. Er zeigt uns jetzt die ersten Hintergründe bezogen auf die Geschichte der Ersten Republik und des Nationalsozialismus. Und ich dürfte Sie noch bitten, das Mikro etwas höher zu halten. Alles klar. Damit man immer da. Ja, mein alter Fehler. Ja, jetzt ist mir fast ein bisschen warm geworden. Das liegt, glaube ich, auch irgendwie in der Tradition von dieser Außenstelle Murau. Wir haben ja früher immer gesagt, nachgeheizt muss nicht werden. Ich weiß noch, es ist mir hin und wieder ziemlich heiß geworden, wenn ich als Assistenz angefordert worden bin vom fernen Leoben, vom Hohen Rechtsschutzbüro, vom Herrn gestrengen Außenstellenleiter Hans Gavanelli und der mir dann die Problemakten rübergeschoben hat und ich kann euch versichern, Problemakten hat es hier genug gegeben. Und
wie die Republik gegründet worden ist, 1918, hat es auch genug Probleme gegeben. Das Land ist da niedergelegen, nach diesem vom Zaun gebrochenen Krieg. Also die Kriegsschuld ist nicht so klar wie dann 1939 mit dem Überfall auf Polen. Aber es ist schon klar, dass Auslöser schon die österreich-ungarische Monarchie und diese wunderschöne Unterschrift des Herrn Franz Josef Habsburg, den man noch so herrlich bewundern kann in Bad Ischl, der Auslöser war für diesen Weltenbrand, der dann schlussendlich nicht nur ein vierjähriger Weltenbrand war, sondern man kann durchaus von einem europäischen Bürgerkrieg ja, von 1914 bis 1945 sprechen, mit halt einer gewissen Unterbrechung, wo man halt auf diplomatischer Ebene Krieg miteinander geführt hat. Und das Land ist da niedergelegen nach dieser Militärdiktatur. Und ich habe schon gesagt, die Arbeitnehmerrechte wurden in der Monarchie ja vielfach und zum Teil schon erkämpft, also erste Ansätze zumindest, aber wie hart. Und wenn einer heute von der Nostalgie geradezu hinweggerafft wird, wenn er nach Schönbrunn kommt und sagt, das war alles so wunderbar und die Sissi und der Franzi, dann muss man schon sagen, vielleicht mit Viktor Adler, dass das eine Diktatur war. Wie hat er so schön gesagt, die österreichisch-ungarische Monarchie ist eine Diktatur, gemildert durch Schlamperei. Ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Und die Trümmer, die man uns hier hinterlassen hat, die waren erhebliche. Das Land war völlig abgeschnitten von den Märkten. Die anderen haben die Grenzen dicht gemacht, weil die wollten abrechnen. Auch, und das ist auch wesentlich, ja, mit dem Chauvinismus des deutschsprachigen Teils dieser Monarchie. Es hat im Land die spanische Grippe gehabt, der wird heute ja im Rahmen der Covid-Krise vielfach zitiert. Im Land, wir haben Tuberkulose gehabt, wir haben Hunger gehabt. Und jetzt haben wir 1921 ist die Argentinierstraße in Wien ja erst Argentinierstraße benannt worden, nämlich deshalb, weil Argentinien vielen Tausenden, vor allem Kindern, das Leben gerettet hat, weil da die von Übersee Lebensmittel hier hereingeschickt haben. Aber dann ist das Wunder passiert und das ist in ganz Europa fast passiert. Man hat sich verständigt zu einem neuen Aufbruch. Und ich sage das überall, weil die Kräfte des zivilisatorischen Fortschritts, die mögen vielleicht in der Sozialdemokratie am stärksten gewesen sein, aber sie waren in allen Lagern vorhanden und das ist mir wichtig. Also ich bin ein Liberaler in erster Linie und bin nicht so parteipolitisch gebunden, wie viele meinen. Das war schon ein gemeinsamer Schritt von christlich-sozialen Sozialdemokratie und deutsch-nationalen. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, jetzt haben wir Republik, das heißt an der Spitze nicht einer, der das geerbt hat seit 800 Jahren, ja, sondern einer, der bestimmt wird dazu, ja, durch Volkswahl. Das ist Republik. Und sie haben gesagt Demokratie, und zwar jeder mit einer gleichberechtigten Stimme. Und vor allem, und das ist wesentlich, und wir waren eine der Ersten, auch die Frauen haben das gleiche geheime, freie Wahlrecht in dieser Zeit bekommen. Und Rechtsstaat, weil ein Rechtsstaat, wo alle Menschen das gleiche Recht finden können bei einem Gericht, bei einer Behörde, ist nur denkbar in einer Demokratie, weil es gibt noch immer so Verwegene, auch in der Wissenschaft, die glauben, ein Rechtsstaat kann auch existieren in einem autoritären System. Na bitte, dann frage ich, ja, wie werden denn die Organe bestellt in einem autoritären System, die dann Recht sprechen? Das ist... Die sind natürlich dem verbunden, der sie dorthin entsendet haben. Und daher ist das unwesentlich. Und dann diese Sozialarbeitsrechtsreform der Jahre 1918 bis 1920. 8-Stunden-Tag,
48-Stunden-Woche. Vorher haben sie gearbeitet. Nicht? Also ich glaube, es hat schon ein paar Gewerbeinspektionen gegeben. Nicht? Also für ungefähr 1 Million Menschen eine Inspektion. Da kann man sich vorstellen, wie oft der vorbeigekommen ist. Und da hat es so halbseitige Regelungen gegeben, die völlig löchrig waren, die Arbeitszeit. Die Menschen haben 12, 13, 14 Stunden gearbeitet. Daher war die Lebenserwartung ja bei 30 Jahren in etwa, ein bisschen drüber und der Zeit 31, 32 Jahre, für Männer freilich, für die Frauen ein bisschen weniger, die waren so bei 27, 28, weil die haben ja das Risiko des Kindbettes ja gehabt, nicht? Weil für Arbeiterfrauen war ja meistens beim zweiten, dritten Kind Schluss, nicht deshalb, weil sie jetzt gesagt haben, jetzt da mal verhüten, sondern weil halt einfach man gestorben ist im Kindbett. Und dann hat man die Kinderarbeit abgeschafft. Nicht? Vorher hat man es zusammengefangen, die Freude geschraubt, nicht? Mit 12, 13, weil es so wunderbar wendig waren und überall hineinklettern konnten in die Kessel, vor allem in die Bergwerke. Und weil man ja auch ein bisschen ein Herz hat, nicht? Da lässt man die nicht 10, 12, 13, 14 Stunden arbeiten, sondern nur 8 Stunden und dann dürfen sie dann schon wieder nach Hause gehen. Das hat man abgeschafft und man hat die ersten Ansätze der Sozialversicherung. Ein Kollege hat mir gesagt, die Bruderläden, nicht? Die damals hier schon entstanden sind, vor allem im Bergwerkswesen und so weiter, die hat man ausgebaut zu endlich ernstzunehmenden Sozialversicherungssystemen. Und dann schaue ich wieder zu der Gewerkschaft darüber, das Betriebsrätegesetz, dass jene, die arbeiten am Erfolg des Unternehmens, auch am Gewinn des Unternehmens, dass sie mitbestimmen können in dem Betrieb. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist Demokratisierung. Dann später dann in den 70er Jahren im Arbeitsverfassungsgesetz dann noch weiter ausgebaut. Das hat natürlich mit dem Geist der Zeit zu tun. Ich war am Montag bei einer Schlichtungsstelle eingeladen als Beisitzer. Ne? Da ist im Wesentlichen darum gegangen, wie kann man Arbeitskräfteüberlassung im Betrieb beschränken. Und da gibt es einen Betrieb, einen großen Betrieb, die haben 60-65% überlassene Arbeitskräfte. Und zwar nicht plötzliche Flexibilität, sondern ständig. Und da steht der Anwalt, sagt dann, bitte, wie kommen Sie überhaupt dazu, dass Sie da eine Quote fordern können? Nämlich, dass man sagt, ich meine, grundsätzlich ist es beschränkt auf 10, 15, können wir uns eh auf alles einigen, ja. Aber wenn es besonders flexibel ist, dann stimmen wir eh zu, weil so ein Betriebsrat hat ja natürlich auch eine Verantwortung und Ähnliches. Da müssen wir halt einen Mechanismus einbauen. Sagt er, wie kommen Sie überhaupt dazu, dass Sie sich anmaßen, in das Eigentumsrecht des Unternehmens einzugreifen? Daraufhin habe ich gesagt, bitteschön, das war damals der Kompromiss, nicht? Demokratische Mitbestimmung. Daraufhin sagt er zu mir, lassen Sie diese Ideologie. Und das, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, und völlig egal, auf welcher Seite wir sitzen, das zeigt diesen neoliberalen Geist, den auch der Herr Bürgermeister angesprochen hat. Und das ist ja keine parteipolitische Frage. Das ist eine völlige historische Vermessenheit, wie man mit diesen Instrumenten umgeht. Natürlich ist das ein demokratisches Recht, dass die Belegschaft einen Betriebsrat errichtet. Und es ist natürlich auch gerechtfertigt, dass die mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben, als jemand in einem Betrieb bestehen, wo kein Betriebsrat errichtet sind. Aber diese einfachen Mechanismen sind wieder in Frage gestellt. Und dann das Kollektivvertragsgesetz. Nämlich die Idee, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu einem Kartell zusammenschließen können. Und da schlackert die EU schon mit den Ohren. Ein Kartell, das ist natürlich verpönt, weil das heißt Monopolisierung. Aber eine Gewerkschaft ist nichts anderes als ein Kartell. Man schließt sich zusammen solidarisch, um den Preis in die Höhe zu treiben. Den Preis für die Arbeit, das Entgelt. Und das ist auch gewollt. Wir haben das, ist auch gewollt. Verzeihung. Wir haben, ja, noch, ich schluck schon fort.
Wir haben das Koalitionsrecht in Österreich nicht verbrieft gehabt bis vor kurzem. Das hat sich erst in Ansätzen klein auf einfacher Gesetz, aber Verfassungsebene erst mit der Europäischen Union. Und mit dieser Möglichkeit, sich zusammenschließen, ist auch das Streikrecht verbunden. Und das weiß ich schon immer, man, Streiken ist ganz, ganz unappetitlich und das will man nicht, aber das wollen wir auch nicht. Als Arbeitnehmerinteressenvertreter. Wir wollen einen fairen Anteil am Kuchen. Aber wenn es nicht geht, wie zum Beispiel jetzt stockt schon wieder, ja, jetzt ist ja immerhin von Arbeitgeberseite was angeboten, vielfach wird ja am Beginn gar nichts angeboten. Da ist null. Und null, meine Damen und Herren, heißt nicht null. Null heißt Minus, weil die Inflationsrate zumindest muss abgegolten werden. Und so vermessen sind die Arbeitnehmerforderungen nie gewesen. Weil die Benja-Formel hat schon in dieser Zeit gegeben. Nämlich in Abgeltung der Inflationsrate, also dass null ist, und die Hälfte des Produktivitätsfortschritts. Und da kann man dann sagen, ich meine, wie sind die Zeiten, dann nehmen wir ein bisschen was weg und dann tun wir was dazu. Aber das ist ja nicht vermessen, so etwas tatsächlich zu fordern. Und daher ist das Streikrecht unbedingt notwendig, denn das Kartell der Gewerkschaft funktioniert nur mit der glaubwürdigen Drohung, dann, wenn man nicht das, was als Gerechtigkeit empfunden wird, weil ja Gerechtigkeit gibt es ja in dem Sinne nicht, das ist ja das, was man empfindet als Gerechtigkeit, dass das von der Gegenseite geboten wird. Und da sind wir dann bei der Solidarisierung und auf das werde ich dann im Wesentlichen auch noch zurückkommen. Aber dieses Streikrecht wird immer mehr in Frage gestellt in Europa. Da gibt es schon Aufsätze in der Deutschen Juristenzeitung. Also das Streikrecht ist überholt, das muss eliminiert werden. Das ist ein Kartell, das ist Erpressung. Die Zustände, unter denen sie entstanden sind, die sind nicht mehr zeitgemäß. Ja, meine Damen und Herren, was heißt nicht mehr zeitgemäß? In Deutschland sind mehr als 50% nicht mehr abgedeckt durch Kollektivverträge. Und ohne Streiken geht es überhaupt nicht. Vor Jahren ist einmal die Vorsitzende der Handelssparte der zuständigen Gewerkschaft mit den Unternehmern zusammengesessen und hat gesagt, also bitteschön, wenn überhaupt nichts geht, dann müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen. Dafür haben die nur angeschaut und haben gesagt, ja machen Sie, meine Dame. Weil wenn die genau wissen, dass eh nichts passiert, dass da eh keiner mitmacht, ja, dann wird das nicht passieren. Das heißt, die Sozialpartnerschaft insgesamt hängt natürlich auch an den Instrumenten, diese Augenhöhe tatsächlich zu erreichen. Damals wurden die rechtlichen Grundlagen dieser Augenhöhe geschaffen. Heute habe ich den Eindruck, diese rechtlichen Grundlagen werden nicht mehr genutzt, wie in vielen Bereichen. Und dann natürlich auch die Schaffung der Arbeiterkammer. Und dann wäre immer wieder gefragt, ja, warum tun das die Besitzenden, jene, die jetzt Macht abgeben müssen? Die ja nicht so besonders amused sind, nicht, dass jetzt da in den Gemeinden, in den Landstuben, im Nationalrat, im Bundesrat die Underdogs mitbestimmen. Und ich sage immer, Underdogs sind da wahrscheinlich alle oder aus Familien von Underdogs. Also schaut euch einmal eure Familiengeschichte an, die wird sich nicht unterscheiden von meiner. Ja? Also alles Dienstboten, Keischler, dann vielleicht wieder mal ein kleiner Bauer, wenn es hoch hergegangen ist, irgendwo ein Kreisler und dann sind wir im Wesentlichen fertig. Wie überhaupt wir sozialpolitisch die Arbeitnehmerschaft ja nicht so klein sehen müssen und die sozialen Probleme, die damit verbunden sind. Ich meine, die kleinen Unternehmer, die groppeln mindestens genauso ja, wie die kleinen Arbeiter. Und diese Errungenschaften damals wurden umgesetzt mit breitester Mehrheit. Aber warum geben die das ab? Warum geben die das denen ab? Ja, die dürfen jetzt mitwählen und mitbestimmen, die nicht das Theresianum haben in Wien und die entsprechende Hochsprache, sondern allenfalls einmal 4 Wochen Volksschule, wie die allermeisten Arbeitnehmerführerinnen und Führer dieser Zeit. Ja, weil sie Angst haben. Weil in der Sowjetunion haben die Menschen vorgezeigt, ja, was passieren kann, wenn es denen einmal völlig reicht. Die sind drüber gefahren mit der russischen Revolution von 1917. Da ist nichts übrig geblieben. Da ist kein Industriebesitzer mehr übrig geblieben. Da ist kein anständiger Gewerbetreibender mehr übrig geblieben. Vom Adel möchte ich überhaupt nicht reden. Da ist kein Großgrundbesitzer übrig geblieben. Das wurde alles aufgeteilt. Die waren weg.
Und wenn sie nicht fliehen haben können, nicht, dann sind sie andere gewaltsam eliminiert worden. Und da haben sie Angst gehabt. Und in Bayern und in Ungarn haben auch schon so Rätesysteme hereingeschaut. Rätediktaturen hereingeschaut. Und in der Zeit hat man sich dann dafür entschieden, für dieses viel gemäßigtere System, für eine Verfassung, die neutral ist, die nach Stimmenmehrheit erlaubt, die unterschiedlichen Interessen auszugleichen und abzuverhandeln, ohne sich die Schädel einzuschlagen, gesichert durch Rechtsprechung, gesichert durch ein Verfassungsgericht. Und diese Entscheidung, und das ist wesentlich auch für die Geschichte der Ersten Republik, hat die Arbeitnehmerschaft mit überwältigender Mehrheit getroffen. Die wollten die Rätediktatur nicht. Mit 70-75% in den maßgeblichen Gremien haben sie sich für die sogenannte bürgerliche liberale Demokratie, es gibt keine liberale Demokratie, also nicht bitteschön den Neusprech des Herrn Orban annehmen, das ist unmöglich, also entschieden. In Deutschland war die Entscheidung ganz anders. In Deutschland eine Stimme Überhang für den Präsidenten, den ersten, den sozialdemokratischen Friedrich Ebert. Eine Stimme Überhang. Unser heutiger Bundespräsident würde sagen, arschknapp. Aber wie dann diese Rätegefahr weg war, dann haben viele erkannt, was sie denn getan haben, welche Vorleistungen sie getätigt haben. Und dann sind sie angetreten, diesen sogenannten revolutionären Schutt, wie sie despektierlich Demokratie, Rechtsstaat, soziale Schutzgesetze, erste Ansätze eines Sozial- und Wohlfahrtsstaates wieder zu beseitigen. Und sie haben aus den Parlamenten die Diskussion herausgetragen und die Auseinandersetzung um die Interessen auf die Straße. Sie haben Heimwehren gegründet mit dem klaren Ziel, die demokratische Republik zu beseitigen und vor allem die damit verbundene Sozial- und Arbeitsgesetzgebung wiederum verbunden mit Ferdinand Hanusch. Und dagegen ist natürlich die liberale, soziale Bewegung aufgetreten. Die wollte sich ihre Partizipationsrechte nicht nehmen lassen und daher der Republikanische Schutzbund. Aber das Ziel ein ganz ein anderes, nämlich Schutz dieser demokratischen Republik, Schutz des Rechtsstaates, Schutz dieser Sozialgesetze. Und 1933, 34 setzt sich ein Klüngel von Politdesperados an die Spitze dieser autoritären Bewegung und sie beseitigen in Österreich die Demokratie. Das ist ja dann Jahrzehnte später immer so erzählt worden, also die bösen Nazis haben Österreich nicht nur die Freiheit, sondern auch die schönen Zeiten, nicht, wo man noch so friedlich miteinander gelebt hat und so einen schönen Interessenausgleich gehabt und genommen. Das ist ja ein völliger Unfug. Das haben wir auch schon selbst bewerkstelligt. Und dann schalten sie das Parlament aus mit Heer und Polizei. Und weil ja die Arbeiterschaft nicht kämpfen will und das Blutvergießen scheut und zurückweicht und sagt, jetzt gehen wir halt zum Verfassungsgerichtshof und lassen feststellen, dass das alles unrechtmäßig ist, dann schalten sie auch den Verfassungsgerichtshof aus, weil der könnte ja womöglich denen Recht geben. Und dann verhaften sie die Andersdenkenden. Und dann führen sie die Zensur ein, ja, damit man nicht mehr das schreiben kann, was die Wahrheit ist, beziehungsweise was man halt der Andersdenkende als Wahrheit hält. Und dann sistiert man die anderen Grundrechte, insbesondere das Recht auf eine persönliche Freiheit. Und dann führt man die Todesstrafe wieder ein. Die Abschaffung der Todesstrafe war ein Kulturgut, auf das die Republik ganz besonders stolz war. Schon klar, wenn man die sie wehren, dann wird man andere Maßnahmen ergreifen und man hat andere Maßnahmen ergriffen. Nein, zuerst einmal beim ersten kräftigen Aufbegehren im Februar 1934 sind 9 Menschen drangekommen, die man am Würgegalgen im wahrsten Sinne des Wortes erwürgt hat und da sind andere auch noch da dazugekommen. Und man darf nie vergessen, dass der Staatsanwalt 1936 beim großen Prozess für jene, die nicht viel mehr getan haben, als Flugzettel zu verteilen, gegen diese Diktatur wie ein Bruno Kreisky tatsächlich die Todesstrafe erwähnt hat und erwogen hat für diese Menschen. Und dann im sozialen Bereich.
Weil ja viele glauben, nicht, also man, wir brauchen eigentlich eher einen starken Mann und ein bisschen einen autoritären Staat, weil da gehen die Entscheidungen viel besser und das ist alles viel besser. Ich zitiere da immer den, der da herabgeflogen ist von den Stratosphären, nicht, mit seinem Fallschirm, nicht, und offenbar ein bisschen zu wenig Luft bekommen hat, zumindest zu wenig Sauerstoff, nicht, und gemeint hat, also bitte eine gemäßigte Diktatur gehört her, weil das kann ja nicht so weitergehen, also mit dieser Demokratie. Da muss ich mal sagen, was das bedeutet. Was das bedeutet. Also, da haben wir Wirtschaftspolitik gemacht, dagegen ist unser heutiger Neoliberalismus ein Lärcherl. Das heißt sparen. Und das heißt sparen mitten in der Wirtschaftskrise. Und das heißt Einschränkung der Rechte der Arbeitnehmerschaft. Die Kollektivverträge wurden gleich einmal aufgehoben, haben nicht mehr gegolten. Der Unternehmer konnte zahlen, was er wollte. Bis vor kurzem haben wir in einem Parteiprogramm einer genannten liberalen Partei übrigens die Passage gefunden, dass das wieder kommen soll, dass Kollektivverträge unverbindlich sein sollen. Das finde ich ja überhaupt süß, meine Damen und Herren, ein unverbindlicher Kollektivvertrag. Also wenn ein Unternehmer nicht so genau weiß, was er zahlen soll, nicht? Also schaut einmal einen in Kollektivvertrag, da steht 19 Euro die Stunde, sagt er, naja, das ist jetzt nicht so richtig passend für meinen Betrieb, ich zahle 13, wird auch passen. Ja? So stellen sich manche Wirtschafts- und Sozialpolitik vor. Und dann haben sie die Abgaben für die Sozialversicherung reduziert. Und was war das Resultat? Die Unternehmer haben bald einmal gemerkt, sie schneiden sich ein eigenes Fleisch, weil die Leute haben kein Geld mehr gehabt. Die, die also Arbeit gehabt haben, haben nichts mehr verdient. Und die anderen waren ausgesteuert. Ich zitiere da immer wieder die Geschichte in Bruck, dass die Menschen die Krähen vom Himmel geschossen haben, damit die Kinder eine Suppe gehabt haben, damit wann sie dann von der Schule nach Hause gekommen sind. Und andere Länder, demokratische Länder, auch durchaus kapitalistische Länder, haben es viel besser gemacht. Großbritannien, die USA, das Land des Kapitalismus schlechthin, Roosevelt, Geld in die Hand nehmen für Investitionsprogramme, für Bildungsprogramme, für Beschäftigungsprogramme, haben die alles nicht gemacht. Die haben jeden Groschen gespart, haben anständig Gold angehäuft in der Nationalbank und das war wunderbar für den Herrn Hitler, wie er dann 38 gekommen ist. Nicht? Da hat er das gleich einmal alles nach Berlin geflogen, dann hat er noch die Tschechoslowakei überfallen, da hat er auch die Goldschätze mitgenommen und heute als Historikerinnen und Historiker wissen wir, seine verbrecherischen Kriege hätte er gar nicht beginnen können, nicht, hätte er nicht unser und dieses Gold tatsächlich gehabt. Und jetzt ist ja vielleicht eine solche Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik einfach nur dumm und sie ist legitim, wann sie auf demokratische Verhältnisse beruht. Aber diese Politik war ein Verbrechen, weil die Menschen konnten dagegen nicht demonstrieren, die konnten dagegen nicht streiken, sie konnten diese unsoziale Regierung nicht abwählen. Und dann bin ich da immer bei dem Paradebeispiel und da bin ich wieder bei unserem Buch. Wir haben es denn mit der Arbeiterkammer gemacht? Ja, die Arbeiterkammer, ne, das ist halt immer das Problem. Alle mögen uns, wirklich alle, das ist, wir sind so lieb, aber sobald wir dann wirklich ernsthaft deine Stimme erheben für die Interessen der Arbeitnehmerschaft, dann heißt es, wenn die also seltsame Flugzettel rausgeben können und so seltsame Publikationen, wo wir so schlecht wegkommen, dann müssen wir ihnen halt das Geld wegnehmen, dann können sie das nicht mehr. Und die haben das noch radikaler gemacht, weil die Arbeiterkammer ist natürlich aufgetreten gegen diesen sozialen Raubbau. Haben sie gesagt, also ja, das geht ja überhaupt nicht. Und bei der letzten Wahl haben die Sozialdemokraten 80% der Stimmen gehabt. Und deshalb sage ich das nicht, weil ich selber Sozialdemokrat ist. Also für so naiv brauchen Sie mich nicht halten. Die Arbeiterkammer ist nicht rot, das ist ein völliger Unfug. Die Arbeiterkammer ist ein fairer Rahmen für einen Interessenausgleich. Und unsere zwei konservativen Präsidenten im Westen sind das beste Beispiel dafür, dass man auch eine Arbeiterkammer anders besetzen kann. Ob man es auch anders besetzen muss, nicht, muss der Herr Präsident beantworten. Aber das ist ja eine andere Frage. Wie im Übrigen, ja, viele werden es ja nicht glauben, auch die Republik nicht türkis ist. Auch das kann man im Rahmen von Veränderungen immer wieder auch anderswertig andenken. Weil das macht ja den Salz der Demokratie. Aber was haben sie gemacht? Ohne ein Parlament, ohne irgendwen zu fragen, mit Federstrich haben sie die Mandatare der Sozialdemokratie 80% auf ein Drittel zurückgekürzt. Haben gesagt, ihr habt ein Drittel,
schaut einmal, was für Listen gehabt habt, die unten waren, die scheiden einmal alle aus der Arbeiterkammer aus. Und die christlich-sozialen Gewerkschafter, die Christgewerkschafter, die haben im Wesentlichen so um die 10% gehabt, die haben auch ein Drittel gekriegt, die haben 33% gekriegt. Und das restliche Drittel haben es den Heimwehrgewerkschaften gegeben. Also es waren Hardcore-Faschisten, also wirklich Hardcore-Faschisten. Und plötzlich war die Willensbildung der Arbeiterkammer ganz, ganz anders und also überwältigend diktaturaffin. Und wie es dann gewirbelt haben im Februar 1934, ohnehin provoziert vom Regime, weil sie wollten ja aufräumen, ja, da hat man dann die Arbeiterkammer überhaupt unter einen Kommissär gestellt. Und wenn einer glaubt, das hätte Österreich irgendetwas gebracht, und da gibt es heute noch ein paar, die da weinerlich sagen, also bitteschön, das war ja nicht so schlimm und da haben wir uns ja gewehrt, das war Staatsnotstand gegen Nationalsozialismus, einen größeren Unfug habe ich überhaupt noch nie gehört, weil da müsste man ja beweisen, dass eine aufrechte Demokratie mit klaren Gegnern des Nationalsozialismus, die noch entsprechende Ressourcen haben, die ihre Leute überzeugen können, ja, was das für ein Wahnsinn ist, nicht lächerliche 4 Jahre überlebt hätte. Wenn man heute mit so einer hanebüchernen Geschichte, ja, wie dieses Politklüngel in einen Gerichtssaal käme, und ich weiß schon, wovon ich spreche, weil ich bin mit einer Strafrichterin verheiratet, würde man sie mit dem sprichwörtlichen nassen Fetzen aus dem Gerichtssaal jagen. Und dann aufgrund dieser besonderen Rampe hinein in den Wahnsinn von einem autoritären Diktatursystem in ein totalitäres. Und ich sage schon, also das war ein enormer Unterschied, graduell zwischen Austrofaschismus und Nationalsozialismus. Kein prinzipieller Unterschied, aber ein absolut gradueller. Weil man, da ist dann richtig umgegangen und den Wahnsinn will ja heute hoffentlich überhaupt keiner mehr haben, nicht? Dass man Menschen aus welchen Merkmalen auch immer gleich einmal in die Vernichtungsindustrien schickt. Und dass man überhaupt das andenkt, was ja gerade undenkbar ist, nämlich dass man Menschen durch Arbeit vernichten will. Auf den allermeisten Bescheiden der Einweisung in Unterkonzentrationslager in Mauthausen, übrigens einer der härtesten Konzentrationslager auf großdeutschem Boden, ist oben gestanden, Rückkehr unerwünscht. Und so sind sie mit den Menschen auch umgegangen. Und dazu auch noch verbunden die Fremdarbeit, die Zwangsarbeit, die Zwangsprostitution jener jungen Mädchen, denen man gesagt hat, wenn es da ein bisschen zugänglich bist in den Lagerbordellen, dann wirst du überleben. Ich glaube, eine Handvoll oder was von diesen Mädchen haben dann tatsächlich überlebt, weil wenn es dann fertig war, hat man sie genauso in das Gas geschickt. Das nur zu den Erzählungen, die nach 1945 so wunderbar dargeboten worden sind. Und das ist auch ein Teil unserer Geschichte. Und da war jetzt relativ lang, meine Damen und Herren, ich werde sehen, das wird jetzt dann doch ein bisschen zügiger. Und zwar, das war deshalb, weil ich glaube, dass das, was wir hier haben, dieses Fensterchen an Freiheit, dieser Wohlstand, nicht in Stein gemeißelt ist. Wann das nicht verteidigt wird, wann das nicht immer wieder neu gedacht wird, dann ist es weg. Wenn man die Weltgeschichte betrachtet, ist das Stückchen, was wir hier haben, das ist geradezu nichts. Und da merke ich schon, wie nonchalant, wie geradezu fahrlässig mit dem, was wir uns erarbeitet haben, umgegangen wird. Ich mache das am Familienbereich auch so. Ich mache mich nicht immer beliebt, aber meinen 3, 4 Kindern, je nach Zählart, sage ich immer wieder, ja, denen sage ich das schon. Und daher bin ich hier immer ein bisschen ausführlicher. Danach kommt die Erfolgsstory, meine Damen und Herren, das, was wir wirklich erreicht haben und die Zukunftsprognose ist positiver und daher können wir uns hier ein bisschen kürzer halten. It's bound to lose.
Den direkten Kontakt zu den Arbeitern und Arbeiterinnen, den halten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Arbeiterkammer Steiermark in den Außenstellen. Und auch diese haben eine Geschichte, auf die wir nun ein bisschen genauer eingehen können und einige Worte dazu von Frau Wassner hören werden. Ja, unsere Außenstellen. Ganz kurz ein bisschen was dazu. Unsere Arbeiterkammer Steiermark vertritt die Interessen ihrer Mitglieder, nicht nur in unserer Zentrale, in der Hans-Resel-Gasse. Nein, wir haben mittlerweile 13 Außenstellen, verteilt auf die gesamte Steiermark. So wie man sieht, von Lietzen bis nach Murau, es ist alles vertreten. Also wirklich quer durch unser ganzes Bundesland. Ja. Das war nicht immer so. Ins Leben gerufen wurden die Außenstellen erst nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Ausnahme von Leoben. Das heißt, diese Möglichkeit hat es nicht immer gegeben. Weil warum braucht man die Außenstellen? Warum sind sie wichtig? Was geben sie unseren Mitgliedern? Warum brauchen wir sie? Ja, natürlich, die Arbeiterkammer wollte einfach ihren Wirkungskreis erweitern. Es war der Gedanke, die Leute, wo sie zu Hause sind, sollen sie Rechtsberatung erhalten können, sollen sie Hilfe erhalten können, sollen sie rechtlich kompetente Auskunft erhalten können. Ich meine, heute ist es Luxus. Ich bin in Murau zu Hause, ich kann in Murau in die Außenstelle gehen, ich brauche nicht nach Graz die doch lange Strecke, wie ich heute gefahren bin, zurücklegen. Ich bin in Lietzen zu Hause, wie auch immer. Heute ist es Luxus. Heute haben die Leute einfach erfreut, dass sie es zu Hause bei sich in der Region annehmen können. Und es wird da irrsinnig gut angenommen. Früher war es kein Luxus, früher war es wirklich nötig, dass man sagt, viele Menschen haben die Möglichkeit nicht gehabt, die hätten nicht sagen können, ich fahre jetzt nach Graz. Und deshalb sind unsere Außenstellen so wichtig, weil man eben in den Regionen den Kontakt mit unseren Mitgliedern herstellt. Ja, ganz kurz zum Historischen. Bereits 1946 hat die Ausbildung der Außenstellenleiter begonnen. Zunächst muss man sich vorstellen, es hat eine Wohnungsknappheit geherrscht damals. Die haben in angemieteten kleinen Räumlichkeiten amtiert, teilweise in Baracken. Heute ist es natürlich standesgemäß. Insbesondere im Jahr 2013 haben da umfassende Sanierungen unserer Außenstellen stattgefunden und heute herrschen natürlich andere Zustände, ganz klar. Ja, was haben unsere Außenstellen zu bieten? Natürlich stehen sie uns in der rechtlichen Expertise nichts nach, also uns in der Zentrale in der Hans-Resel-Gassen. Man erhält ganz normal, hat man Fragen zum Jugend und Bildung, hat man Fragen zum Konsumentenschutz oder auch zum Insolvenzrecht. In allen Rechtsbereichen wird man hier beraten, erhält man hier Auskunft, erhält man hier Expertise, ganz klar. Und natürlich auch unsere Serviceleistungen. Man, die zähle ich jetzt natürlich nicht alle auf, aber wir haben Schulbeihilfen, Karenzbildungskonto. Alles, was unsere Mitglieder so schätzen, natürlich wird es auch in den Außenstellen angeboten. Ja, hier möchte ich dann zum Schluss noch ganz kurz darauf eingehen. Der Werner hat es ein paar Mal schon erwähnt, was ist wichtig, die Zusammenarbeit. Und das ist auch bei unseren Außenstellen natürlich der Fall. Alleine geht nicht viel. Man braucht Austausch, man braucht wechselseitigen Austausch, man braucht Zusammenarbeit. Sonst geht natürlich nichts. Zusammenarbeit, wie gesagt, heute schon sehr oft erwähnt worden ist, mit unserer Gewerkschaft, mit den Behörden, mit den Betriebsräten ganz klar und auch mit den Betrieben, weil nur gemeinsam können wir was erreichen. Und es wird heute auch sicher noch ein paar Mal gesagt werden, nur gemeinsam geht was weiter und deshalb ist es so wichtig. Ja, seit ganz ein kurzer Überblick zu unseren Außenstellen, was sie zu bieten haben, warum wir sie brauchen, warum wir sie so schätzen. Und abschließen möchte ich noch damit, dass von den Außenstellenleitern und auch von den Mitarbeitern in den Außenstellen immer wieder beschrieben wird, wie eng der Kontakt zu unseren Mitgliedern ist, durch die Arbeit in den Regionen, durch die Arbeit, durch die Beratung, die Hilfestellung vor Ort. Und das finden wir natürlich sehr schön. Okay. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and the pink one and the blue one and the yellow one and the
boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they all made out of ticky-tack and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family, and boxes made of ticky-tack and they all look just the same. There's a pink one and the green one and the blue one and the yellow one, and they all made out of ticky-tack and they all look just the same. Ja, was ist in der Geschichte der Arbeiterkammer noch alles passiert? In der zeitlichen Abfolge befinden wir uns nun in der Zweiten Republik, und wer könnte darüber besser referieren als Professor Dr. Dr. Werner Ansenberger, den ich wieder nach vorne bitte. Meine Damen und Herren, jetzt wird es besser und kürzer. Ich verspreche das. Allerdings, meine Versprechen diesbezüglich waren nicht immer das wert, was Sie vorgegeben haben. Aber vorher möchte ich Ihnen die Musik hier vorstellen. Der Gitarrist Kostadis Kolja Radenkovic, ein großartiger Musiker, ein ungemeiner Artist auf der Akustikgitarre. Er weiß die leisen Töne genauso gut zu spielen wie die Arbeitnehmerinteressenbewegung. Die leisen Töne, die sanften Töne sind oftmals effizienter als die härteren Töne. Wenn die sanfteren Töne nichts fruchten, müssen wir ein bisschen bestimmter in die Saiten und in die Tasten greifen. Und daneben die Johanna Meigl, ich glaube, ich spreche mit Ihnen, eine ungemein junge, frische, dynamische und vor allem weibliche Stimme. Ich glaube, die beiden haben sich einen Sonderapplaus von Ihnen verdient. Und da bin ich im Wesentlichen schon bei meiner Kollegin, die auch steht für diese Erfolgsgeschichte nach 1945, nämlich die wahre Emanzipation der Frau. Sicher mit der Verfassung und dem Gleichbehandlungsgrundsatz, dass vor dem Gesetz alle gleich sind, unabhängig von Stand und Herkunft und vor allem Geschlecht, haben wir schon gehabt, aber dass wir im bürgerlichen Recht das auch umgesetzt haben. Das dauert bis 1975, und da soll man mal nachschauen, wer was gesagt hat im Parlament, dass das eben nicht passieren kann. Und wie sind dann gegangen den Frauen dann bis 1975? Das ist nicht lang her, ne? Das sind 45 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Ne? Also wenn eine Frau ein Arbeitsverhältnis begründen wollte, da hat sie die Unterschrift vom Mann braucht. Nicht? Und wenn der Mann gesagt hat, er vollzieht jetzt noch vor Adelberg, hat die Frau mitziehen müssen, sondern sie ist schuldig geschieden worden. Und die Ausbildung der Kinder hat allein der Mann bestimmt, weil er war Haushaltsvorstand. Und wenn der Mann der Frau schon das Arbeiten erlaubt hat, weil er halt ein großzügiger Mensch ist und weil so wie heute, das wird oft heute auch noch so diskutiert, jetzt ganz angenehm ist, ja, dass die Frau einen Nebenverdienst hat, ja, neben dem Hobby Heimarbeit. Aber wenn er gemerkt hat, es ist halt ein bisschen staubig, wenn er drüber gefahren ist mit dem Finger auf der Leiste, oder gar die Leberknödelsuppe wieder einmal nur lauwarm war, dann hat er einfach nur einen Brief schreiben brauchen an den Arbeitgeber, nicht an seinen eigenen Arbeitgeber, sondern an den Arbeitgeber der Frau, und ihr Dienstverhältnis war aufgekündigt. Und wenn wir uns anschauen, die Frauengeschichte auch in unserer Institution, ich meine, sicher,
Die Arbeiterbewegung war schon der Motor dieses Fortschritts, das muss man schon sagen, aber es gibt nicht schwarz und weiß, ja, also das gibt es nicht. Also, es gibt schon hüben und drüben solche und solche. Und viele Arbeiter haben es auch ganz gern gesehen, nicht? Wenn sie parieren mussten im Betrieb, dass dann heimgekommen sind, nicht? Weil da waren es die Herren und da haben müssen die anderen parieren, insbesondere die Frau und die Kinder. Und auch in den Arbeitnehmerinteressenvertretungen, und wir haben das schon sehr dargestellt, war schon die gläserne Decke eingezogen. Also die ersten Akademikerinnen in unserer Institution, die haben sich schon sehr, sehr hart getan. Nicht? Also die ersten Juristinnen kommen jetzt ins Pensionsalter, die müssen einmal berichten von den Aufnahmegesprächen, wo man ihnen eigentlich mehr oder weniger schon nahegelegt hat, dass das eigentlich kein Job ist für sie und dass man eigentlich erwartet, dass sie scheitern werden. Das hat man ihnen schon ausgerichtet. Und wir machen gerade auch ein entsprechendes Projekt, das wird heißen Der Blaue Sari. Und da werden wir Frauen interviewen zu diesem Thema, wie denn die gläserne Decke bei uns war. Auch wenn wir, und das ist unbestritten, in der großen Linie der Motor der Emanzipation waren. Aber ich bin dagegen, die schwarzen Flecken auszusparen. Und wir haben das in unserem Buch nicht getan. Und das Schöne ist ja, meine Damen und Herren, und jetzt bin ich bei der Geschichte 1945, dass der Mensch lernfähig ist. Und das haben wir da bewiesen. Und da haben sich die alten Kräfte wieder zusammengetan, endlich zusammengetan, nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander. Die Konservative hat sich neu formiert, und zwar anders formiert. Sie haben sie eben nicht mehr christlich-soziale genannt, sondern Österreichische Volkspartei. Und ich weiß schon, mit allen Einschränkungen, nicht, sie haben schon an den Traditionen teilweise des Austrofaschismus in den unteren Reihen festgehalten, aber insgesamt hat die Österreichische Volkspartei, und ich betone das überall, sehr viel für die Demokratisierung des Landes nach 1945 beigetragen. Und schlussendlich glaube ich, dass über alle Parteigrenzen hinweg, es gibt natürlich immer wieder schon Auffällige in manchen Parteien, das muss man schon sagen, aber wir einen Konsens erreicht haben, der der demokratischen Qualität eines westlichen Staates doch entspricht. Und wie ist das gegangen? Man hat endlich die Interessen des anderen auch ernst genommen. Weil man hat nicht nur selber Interessen, man hat andere Interessen gibt es auch. Und man hat versucht, auf Grundlage von Expertise und Sachlichkeit diese Differenzen am grünen Tisch auszuverhandeln. Und das war auf der Ebene der Republik, war das die Große Koalition. Mit allen Einschränkungen und mit allen Verwerfungen, diese Aufteilung schachbrechtartig, die Parteibuchwirtschaft und. Das sind Nebeneffekte, aber nach 1945 vielleicht gar nicht anders denkbar. Aber insgesamt von Erfolg gekrönt und dann vor allem die Sozialpartnerschaft. Und wenn jemand behauptet, in diesem Land die Sozialpartnerschaft sei eine undemokratische Nebenregierung, dann kann ich nur eines sagen. Das war sie nie, das ist sie nicht, das wird sie nie sein. Sondern die Sozialpartnerschaft ist die wunderbare Idee, dass jene, die was verstehen von der Wirtschaft und vom sozialen Ausgleich, Vorschläge erarbeiten. Und jede Regierung ist gut beraten, diese Vorschläge zu überdenken und dann so zu adaptieren, nicht wie sie heute im Wesentlichen meinen. Aber nicht von vornherein verwerfen und sagen, das brauchen wir alles nicht. Und wenn ich Sozialpartnerschaft sage, dann meine ich jetzt auch nicht die großen vier und auch die industriellen Vereinigungen, sondern in allen Bereichen. Und ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen, und mein Außenstellenleiter, der Kollege Gutmann, hat mir den Zettel zugemittelt, den Herrn Norbert Fritz, den Geschäftsführer vom Sparkassen. Verband, dem hiesigen hier, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Und mein lieber Herr Fritz, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute offensichtlich hier sind, weil ich meine, dass Gesellschaft und auch Wirtschaft und der soziale Ausgleich pluralistisch gedacht werden muss und weit über diese großen vier hinaus geht. Und diese Sozialpartnerschaft, und das ist wichtig, meine Damen und Herren, hat auch dann gehalten, wenn auf Gesetzgebungsebene und Regierungsebene
ein Bruch eintritt, ein Wechsel eintritt. 1966 gewinnt die ÖVP mit Josef Klaus die Wahl und hat die absolute Stimmmehrheit und Mandatsmehrheit im Parlament. Sie hätten es drüber fahren können. Wahrscheinlich eher für ihre Klientel, die Unternehmer und die Bauern. Das haben sie nicht getan. Sie haben gesagt, zuerst darf sich einmal zusammensetzen auf Sozialpartnerebene, macht einen Vorschlag, mischen wir uns nicht ein. Und auf Grundlage dieses Vorschlages machen wir dann die Gesetze. Dass das natürlich eher in ihre Klientel gehen wird, ist klar. Aber der Grundkonsens ist gewahrt geblieben. Und 1970 relativ, aber 71 bis 83 dann umgekehrte Vorzeichen, sozialdemokratische Mehrheit im Parlament. Und da hätte man auch drüber fahren können. Hat es genug Betriebsräte gegeben, die gesagt haben, jetzt sind wir einmal dran, jetzt machen wir das. Nix, hat der Herr Dreisky gesagt. Zuerst der Herr Salinger und der Herr Benja, die müssen wir ausverhandeln. Und auf dieser Grundlage machen wir das. Und das Arbeitsverfassungsgesetz habe ich schon angesprochen. Zusammenführung von Betriebsrätegesetz und Kollektivvertragsgesetz. Ein Jahrhundertgesetz. Auch im europäischen Rahmen, in europäischer Dimension. Das Berufsausbildungsgesetz, dass Österreich keine Ressourcen so gut dasteht, ist ja nicht, auch natürlich, aber nicht in so sehr den Akademikerinnen und Akademikern geschuldet, sondern deshalb, weil wir so hervorragende Facharbeit haben. Abseits ja, das modernst war zu dieser Zeit. Ein Gleichbehandlungsgesetz, da bin ich wieder bei Geschlecht, aber ausgeteilt dann auch auf Ethnie. Auf sexuelle Orientierung, weil eines ist auch klar, und das ist ja auch in unseren Reihen nicht so selbstverständlich gewesen. Jeder Mensch zählt gleich, das ist völlig egal, was er macht, wenn er sich an die Gesetze hält, ja, dann ist das in Ordnung und ist ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Und dann eine Entgeltfortzahlung und eine Entgeltsicherung bei Konkurs. Früher, wenn der Arbeitgeber Tschari gegangen ist, Arbeitnehmer nichts dafür können, weil er hat ja keinen Einfluss auf die Wirtschaftsführung, hat er die Quote gekriegt. 5% von dem, was er angespart hat. Der Lohn ausständig 3 Monate, 5%. Die Urlaubsabgeltung 5%, die Sonderzahlungen 5%. Ja? Voller Ausgleich. Wir haben das kaum wo in Europa. Hinauf mit der Entgeltfortzahlung im Krankenstand. Weil keiner was dafür kann, wenn er krank ist. Und ich weiß schon, dass ein paar das ausnutzen, aber das ist nicht die Regel. Auf mit dem Urlaub. Angefangen haben wir 1920 mit ein paar Tagen. Dann nach 45 auch nicht viel mehr als ein, zwei Wochen. Aber dann plötzlich hinauf auf 5, 6 Wochen. Und das so, dass die Wirtschaft nicht umgebracht wird. Man muss die Interessen der Wirtschaft mitdenken. Es macht überhaupt keinen Sinn, die Kuh die zu schlachten, diese wunderbare Milch. Ja, die Milch muss für beide Teile reichen. Und dann 1980, 83, 86, bis hinein in die 90er Jahre, die Wende. Die Menschen ein bestimmtes Limit erreicht an Wohlstand. Und dann kommt diese Ideen, diese alten Ideen aus den 20er, 30er Jahre wieder Neoliberalismus, also viel mehr Individualismus. Wir brauchen also diese ganzen überkommenen Saurier wie Gewerkschaften und Solidaritätsmodelle und Sozialversicherungen, die von der Sozialpartnerschaft verwaltet werden. Und das braucht man nicht, weil wir sind ja groß und stark und gebildet und wir können das alles selber. Und vor allem brauchen wir keine Gesetze, die in den Markt eingreifen. Wir brauchen keine sozialen Schutzgesetze, weil der Markt regelt alles selbst. Diese seltsame Idee des Neoliberalismus, meine Damen und Herren, trickle down. Oben kann man unendlichen Reichtum zulassen und dann plötzlich, Wunder oh Wunder, trickelt es nach unten, es sickert nach unten, weil die geben ja das alles aus, dieses Geld. Und wenn die so viel Geld haben, dann hat jeder etwas davon und alle leben wunderbar. Meine Damen und Herren, ich habe noch nichts Dümmeres gehört als diese Idee. Ich bin kein Kommunist, bei Gott nicht. Also ich bin schon für Leistungen, ich bin für Marktwirtschaft, das ist schon gut. Aber eine ungezügelte Marktwirtschaft, meine Damen und Herren, das führt in das Elend, das wir tatsächlich überwunden
haben. Und da merkt man dann schon, wie es gebröckelt hat in diesem Bereich. Also wie ich angefangen habe, 1988, habe ich eh schon gesagt, man kann ja sagen, die ganze Malaise der Gesellschaft hat mit mir begonnen, 1988, ein guter Zeitpunkt. Da haben wir also 50, 55 vielleicht sogar Prozent Gewerkschaftsmitglied gehabt. Jetzt sind die Experten, aber man muss richtig rechnen, gell, auf 30% kommen wir nicht mehr, also eher 27, 28%. Also ja, bitte, Entschuldigung. Was das bedeutet, meine Damen und Herren, was das bedeutet für die Ausverhandlung der Tarife, kann man in Deutschland anschauen. Also ich als Student bin ja noch nach zum Mövenpick nach Frankfurt gefahren, damit ich ein bisschen Geld verdient. Da habe ich anständig verdient. Nein, das war super. Nicht? Da hat man anständig Rehwach mitgenommen, nicht? Und dann sind wir nach Graz gefahren und da waren wir endlich die Kings und haben die Fashion Damen zum Riewieselwein eingeladen und das war halt noch eine Zeit. Jetzt ist es umgekehrt, weil die Lohnquote dort sinkt, weil die haben nur mehr 50% Tarifabdeckung, unter 50%. Der Rest hat den gesetzlichen Mindestlohn. Da gibt es eine schon stärkere Betriebsräte, die schauen noch ein bisschen drauf. Aber partikulär auseinanderdividiert, nicht mehr diese Verhandlungsmacht. Und der Mindestlohn ist bei 1500 brutto. Und jetzt schaut euch einmal an, was wir jetzt verhandeln, GPA und Metolla, ja, was das für Löhne tatsächlich sind. Und bei der Betriebsratstätigkeit, Abdeckung der Menschen im Betrieb durch einen Betriebsrat, weil Betriebsrat brauchen wir ja auch nicht, weil das ist ja absolut uncool, nicht? Weil die haben ohnehin nur Privilegien, wie ich angefangen habe, 2/3 der Arbeitnehmer vertreten durch Betriebsräte. Heute ist es 1/3. Und ich bin ja, wie unsere liebe Moderatorin schon erwähnt hat, und danke schon auch für die tolle Moderation, gesagt hat, ich bin ja der Rechtschef der Steirischen Arbeiterkammer, mache alle Jahre die Rechtsschutzstatistik. Und da fällt schon auf, dass nur 7% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bei uns aufschlagen mit ihren Problemen, wo wir beraten, wo wir intervenieren, wo wir unter Umständen klagen müssen, weil hin und wieder einigen wir uns nicht mit unseren Sozialpartnern, holen wir halt die schwarzen Schafe heraus. Insgesamt mit den Sozialrechtskammern in normalen Zeiten 4000 Klagen müssen wir halt einbringen. Nur 7% dieser Menschen, die diesen Schutz brauchen, den Rechtsschutz, kommen aus Betrieben, was es einen Betriebsrat gibt. Weil es eh klar, und da schaue ich wieder zu unseren Haudegen, ja, schau, wen sehe ich da, ja, ja, wie war es denn damals? Wenn da jemand zu euch gekommen ist und gesagt hat, bitteschön, da mir Komfort, da ist eine Nachtschicht nicht abgerechnet worden, da ist eine Überstunde nicht abgerechnet worden, das hat sie eingestochen ins Lohnbüro, hat sie gesagt, nicht Proud Mary, ich weiß nicht, wie sie geheißen hat, Christine oder Lisi, da, bitteschön, das passt nicht, das schaust du bitte jetzt nochmal an, gell? Und dann sagst du mir bitte, wie ihr das gelöst habt, und so war die Sache war erledigt. Das ist anders geworden. Und das ist auch die Frage, wie viele Menschen übernehmen noch Verantwortung für andere? Die sagen, sie prüfen am Samstag einmal eine Betriebsratskasse und gehen nicht mit den Freunden grillen, so wie alle Samstage. Und da hinein dann auch der ganze Strukturwandel, den Arbeitnehmerinteressenvertretungen und überhaupt das gesamte Kammersystem mitgemacht hat und festgemacht an einer Person. Und die Person kennen Sie. Und ich nenne sie, weil sie symptomatisch ist, sonst nenne ich hier keinen Namen, aber es ist verbunden mit Alois Rechberger. Und natürlich steht er für eine Interessenpolitik, die nicht mehr zeitgemäß war. Franz Franitzky hat gesagt, das ist ein Auslaufmodell. Aber darum bitte schon, wenn er gerecht gewesen wäre, und das zeigt das natürlich auch, hätte er sagen müssen, da haben wir viele Auslaufmodelle gehabt in diesem Land. Und vor allem, ich weiß schon, da lacht man über die anderen, aber in den anderen Sozialpartnern, in den anderen kann man was nicht anders. Und da bin ich bei einem Punkt, der heikel ist, aber den ich immer offensiv anspreche. Und das ist immer wieder das liebe Geld. Und beim lieben Geld immer die Arbeitnehmerinteressenvertretungen. Ich stehe hier absolut dafür, dass sowohl die politische Willensbildung, die Funktionärinnen und Funktionäre, als auch die Bediensteten, da schaue ich zu meinen Kollegen, den Kollegen Gutmann und die Kollegin Wassner, dass die einen fairen, marktgerechten Preis kriegen für ihr Entgelt. Warum? Weil die Arbeitnehmerschaft verdient sich die beste Vertretung und solche Leute wie die zwei, die wachsen nicht am Baum. Die
werden vielleicht wegen ihrem Idealismus gewisse Abstriche machen, aber irgendwann ist auch genug und dann kriegen wir die nicht mehr. Und wenn man jetzt sagt, das war ein Multifunktionär. Ja, ein Multifunktionär ist dann schlecht, wenn er seine Funktionen nicht mehr ausüben kann und nur, weil er halt so wichtig ist, so x Amterl hat. Aber wenn man es ausübt, dann sind Netzwerke wichtig. Und jetzt haben wir uns schon auch die Mühe gemacht, diesen Verdienst, der damals so skandalös empfunden worden ist und durch die Medien gepeitscht worden ist, hochzurechnen, auch inflationsbereinigt. Und wir kommen auf das Einkommen eines mittleren Vorstandes in einer mittleren Versicherung. Und in dem Lichte ist der Skandal dann vielleicht doch nicht so groß gewesen. Und da sehe ich schon einen gewissen Mechanismus, der immer zu beobachten ist. Wenn man nicht erklären kann, warum die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer schwieriger werden, immer tiefer werden, diese Augenhöhe zwischen Kapital und Arbeit überhaupt nicht mehr gegeben ist. Wenn man erklären muss, ja, warum man ein bisschen einen eigenwilligen Zugang zu Demokratie und Rechtsstaat insgesamt hat, dann ist es am allerbesten, man sucht sich irgendeine Sau und treibt sie durchs Dorf, weil dann sagen alle, ja, schaut, das ist, ja, da haben wir wieder einmal einen erwischt, ja, und dann tun wir weiter wie bisher. Ich glaube, dass man Fehler klar ansprechen soll und ich stehe dafür, dass wir die Fehler ansprechen, aber wir sollen auch die Kirche im Dorf lassen und wir sollen, denke ich, und wir müssen einen objektiven Zugang zu diesen Dingen finden und das, was herausgekommen ist, mag es gerecht gewesen sein, mag es ungerecht gewesen sein. Das war was Gutes. Die Arbeiterkammer hat sich darauf besonnen, dass sie mehr sein muss als eine Standesvertretung der Arbeitnehmer und das hat einen unglaublichen Innovationsschub gegeben. In der Zeit ist der Rechtsschutz gekommen, der gesetzlich verankerte Rechtsschutz etwas. Und da steuere ich zu meinem alten Vizepräsidenten rüber, den Kollegen Erwin Stöller. Nicht? Wie oft hat er mich runtergeholt in die, von der Arbeiterkammer in Leoben und so weiter, hat gesagt, also hat er sein berühmtes Büchel gehabt, da hat er alles eingeschrieben, ja, was er mir gegeben hat. Und wenn es dann erledigt war, so oder so, hat er gesagt, jetzt kommst du rüber. Und dann hat er seinen Leuchtstift genommen und dann hat er da einen Strich drüber gemacht. Und es war erledigt und es waren seine berühmten Bücher. Und da haben wir x solche Fälle durchgezogen. Und bevor der Rechtsschutz gekommen ist, wir haben gesagt, wir helfen den Leuten. Gell? Und was wir alles gemacht haben mit außerordentlichem Rechtsschutz, gewerkschaftlichen Rechtsschutz und Ähnliches. Und das haben wir ausgebaut. Und ich kann heute schon sagen, weil ich schon ein bisschen drüber schaue zu den anderen Länderkammern. Und wo ist der Kollege Kendelbacher, ja, der Zaumannkatz, der ja weiß ich schon, also unser übergreifender Rechtsschutz, der ist schon in Ordnung. Aber du bist mir jetzt nicht gram, gell? Und ich kann es auch nachweisen, ich glaube, die anderen sehen das auch. So wie in der Steiermark ist nirgendwo der Rechtsschutz. Also wenn nur ein Funken einer Chance ist und wir schaffen diesen berühmten Kompromiss nicht, dann soll ein Moderator bei Gericht, nämlich ein Richter, darüber befinden, ob das recht ist oder nicht recht ist. Und da zahlen wir die Rechtskosten. Und wir nehmen das Risiko von den Arbeitnehmern. Und wir bauen diesen Rechtsschutz aus. Ja, wir haben angefangen mit Sozialrecht und mit Arbeitsrecht, aber jetzt haben wir auch den Rechtsschutz im Strafrecht und wir haben den Rechtsschutz im Verwaltungsrecht, weil immer mehr Pflegekräfte bedroht werden, weil sie irgendeinen kleinen Fehler gemacht haben. Nicht? Und dann werden sie angeklagt wegen Fahrlässigkeit. Ja, ich weiß nicht, letztens ist wieder der Kollege Kratzer zu mir gekommen. Nicht? Ich meine, da sind irgendwie die Zähne von irgendeinem Patienten verloren gegangen. Ja, schlimm genug, aber das ist ein Skandal in diesem Frühjahr, dass kein Pogrom gegen diese Arbeitnehmerin veranstaltet haben, da braucht es dringend einen Rechtsschutz der Arbeiterkammer. Aber der Präsident hat schon angestanden, das, was da drinnen ist, ja, das hat nur Bestand, wenn die Solidaritätsgemeinschaft hält. Und vor allem, wenn wir es schaffen, meine Damen und Herren, dass wir auch auf politischer Ebene zu der Kultur der Sozialpartnerschaft, des Ausgleichs wieder zurückkommen. Denn dieser neoliberale Zug, den ich Ihnen gesagt habe, der ist dann 1999, 2000 völlig aufgebrochen. Und da war es dann anders. Ne? Wir haben das Recht, jedes Gesetz zu begutachten, und zwar das hat einen Sinn. Weil wir schauen uns an, was ist gut für die Arbeitnehmer, was ist schlecht für die Arbeitnehmer und was ist auch für das Gemeinwohl gut, nicht nur für die Arbeitnehmer.
Und wenn man da eine Pensionssicherungsreform, hat das geheißen, durchpeitscht, indem man uns für ein Gesetz mit den kompliziertesten Berechnungen, es gibt nichts Schlimmeres als das ASVG, ich bewundere immer die Leute, die sich da wunderbar auskennen, nach gefüllten 73 Novellen. Ja? Solche Backeln, haben sie gesagt, 3 Tage habt ihr Zeit, das zu begutachten, Speed Kills. Und das bei einem Gesetz, wo wir heute wissen, dass das einem Großteil der Frauen 1/3 des Pensionswertes gekostet hat. Weil jetzt rechnen wir durch. Und wenn man sich die Karrieren der Frauen anschaut, ja, dann kann man das mit diesen lächerlichen Ersatzzeiten für Kindererziehung niemals gut machen, was damals genommen worden ist. Und ich erinnere an Ambulanzgebühren und ich erinnere an so seltsame Angelegenheiten wie versehrten Rentenbesteuerungen und ich erinnere. Und nichts mehr mit Sozialpartnerschaft. Und das kann man dem Partner gar nicht vorwerfen. Weil wie will die Wirtschaft das ihren Mitgliedern erklären, dass sie mit uns einen Kompromiss abschließt, ja, was sie von der Regierung das ohnehin viel, viel besser kriegt? Kann sie nicht und tut sie auch nicht. Und dann bleibt nur die Straße. Wir haben das anders gemacht als jetzt in Paris, die Gelbwesten, und in Leipzig, diese Iren. Ja, friedliche Proteste und ein bisschen was haben wir noch abmildern können als Gewerkschaft. Wir als Arbeiterkammer waren dabei, aber in erster Linie die Gewerkschaften. Und da zeigt sich, wie wertvoll das ist, was wir aufs Spiel setzen. Nämlich nicht auf der Straße. Gelbwesten, Leipzig, sind auch friedliche Menschen, aber die merken, dass sie nicht mehr gehört werden, dass sie keine Interessenvertretungen mehr haben. Und dann bleibt nur mal demonstrieren. Und dann kommen die radikalen Kräfte. Und zwar die Linken, weniger in Europa, aber auch und vor allem die Rechten. Das war halt immer so. Wobei mir das völlig egal ist, ob links oder rechts. Weil Diktatur ist immer ein Übel. Völlig wurscht. Ob das die DDR war oder Austrofaschismus, das ist ein Übel. Und dann, wenn die Radikalen kommen, dann brennen die Autos, dann sind die Läden ausgeräumt und dann kommt gleich der Ruf nach Einschränkung der Freiheit. Auch Polizei. Und glaubt es mir, meine Damen und Herren, in einer Diktatur haben Menschen, die am Arbeitsmarkt, am Markt nur ihre Arbeit zu verkaufen haben, nichts zu gewinnen. Völlig egal, welche Richtung. Und das ist das Problem. Und wenn man das nicht sieht und wenn man nicht glaubt, auch so wie der Bürgermeister, dass das eigentlich ein unendlich wertvolles Gut ist und ein Exportschlager sein sollte, dann hat man irgendetwas verfehlt. Und ich sage es klar, 2017 ist dann verschärft noch einmal losgegangen. Also wie ich das Regierungsprogramm 2017 gesehen habe, habe ich mir gedacht, jetzt ist wirklich alles hin. Weil jetzt da vorne das Vollprogramm. Das muss man sich noch einmal lesen. Und ich meine, der Antrag auf Reduzierung der Arbeiterkammerumlage war schon im Parlament. Was das bedeutet, ich bin kein Klassenkämpfer, aber wenn man weiß, wie viele finanzielle Ressourcen die andere Seite hat, und finanzielle Ressourcen ist Expertise und das brauchst du, um deine Anliegen zu argumentieren. Und was Gewerkschaft und Arbeiterkammer haben, da muss man ja sagen, das ist ja jetzt schon so eine Schieflage. Und dann war es natürlich schon sehr vom Vorteil, dass so ein kleiner, wichtiger, bierbäuchiger Parteivorsitzender einer gefakten russischen Oligarchennichte, das mediterrane Himmelblau auf Ibiza heruntergebackert hat, ja, weil das hat das gerade noch verhindert. Aber da sieht man auch, wie prekär das Ganze ist. Und eines haben sie schon noch gemacht, meine Damen und Herren, und ich halte das für das größte Foul, demokratiepolitische Foul der Nachkriegszeit. Sie haben dann Arbeitnehmerschaft die Bestimmung über ihre Sozialversicherungssysteme genommen. Und das macht man nicht, meine Damen und Herren. Man respektiert, dass woanders anders gewählt ist. Und da kommen wir wieder zu dem alten Topos zurück zwischen Herr und Knecht. Das ist nicht Augenhöhe. Und ich bin kein Klassenkämpfer. Ihr könnt jetzt sagen, das ist auch deshalb so vermessen und völlig absolut nicht zu rechtfertigen, weil wir wissen, dass die Kassen der Arbeitnehmerschaft extrem gut verwaltet wurden. Also zu einer Pension eines Arbeitnehmers sind andere Voraussetzungen, das ist schon klar. Also ich bin ein Sachpolitiker, ja. Zahlt die Allgemeinheit 17% dazu. Und jetzt nicht böse sein,
mit den Zahlen kommen wir bei den Unternehmen. Vor allem, wenn man die Prekären jetzt auch noch dazu zählt, dann sind wir dann eh schon bald bei über 40% und bei den Bauern sind es 90%. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Ich gönne das der anderen Gruppe von Herzen. Das passt alles. Wenn man aber auf der anderen Seite, keinerlei Gefühl für die Interessen des Gegenübers entwickelt, dann hapert etwas in dieser Republik. Letzter Teil wird dann wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz kurz. Ich verspreche das. Unglaublich, der Herr Ansberger hat es bereits angesprochen, was alles passieren musste, um die Gleichstellung zwischen Mann und Frau anzugleichen und was wahrscheinlich noch alles passieren muss, damit es dort eine Gleichbehandlung gibt. Ein Thema, auf das nun Frau Magistra Wasner noch einmal eingehen wird, ist die Frauenpolitik, die dahinter steht. Und ich würde sagen, einen großen Applaus, der tut uns allen gut und auch ihr für ihr letztes Thema, über das jetzt referieren wird. Ja, wie gerade angekündigt, von meiner Seite abschließend darf ich noch ein bisschen was zur Frauenpolitik in unserer Arbeiterkammer erzählen. Die Abteilung für Frauen und Gleichstellung ist historisch betrachtet eine sehr junge Abteilung. Wir haben gehört, es hat eine Zeit gedauert und man muss sagen, auch bei uns erst Ende der 90er Jahre, 1998, ist sie ins Leben gerufen worden. Ins Leben gerufen worden klingt auch wieder so einfach. Nein, es hat langjähriges Hinwirken gebraucht, um das zu realisieren. Langjähriges Hinwirken zahlreicher Kammerrätinnen, ÖGB-Frauenfunktionärinnen und insbesondere der damaligen ÖGB-Landesfrauensekretärin Heidrun Silhavi. Ohne dieses Zutun wäre das nicht so schnell realisiert worden, muss man ganz klar sagen. Ja, ganz kurz, was macht diese Abteilung, für was steht sie, was hat sie erreicht, was will sie erreichen? Zunächst komme ich wieder zu dem Punkt, innerhalb der Abteilung herrscht Zusammenarbeit. Zusammenarbeit, ein Miteinander mit den ÖGB-Frauen, mit dem AMS, aber auch mit externen Institutionen, wie zum Beispiel einer Kinderdrehscheibe. Und auch, das sind wir wieder beim Thema, nur so geht's, nur so kann man was erreichen. Und was machen unsere Frauen?
Naja, der Kern der Tätigkeit der Abteilung ist ganz klar die Beratung von Eltern zu Themen wie Mutterschutz und Elternkarenz. Ja, der Kern, aber nicht ausschließlich, wie es oft vermutet wird. Na, auch die Diskriminierung ist ein Thema, mit dem sich diese Abteilung, muss man sagen, leider immer mehr auseinandersetzen muss. Immer mehr Diskriminierungsfälle, Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, Arbeitnehmer untereinander, werden anhängig bei uns, werden behandelt, werden beraten und werden vertreten. Ganz klar, also muss man sagen, auch das hat zugenommen und auch das ist eine Thematik, mit der sich diese Abteilung auseinandersetzt. Ja, was kann ich noch ein bisschen erzählen? Auch Infoveranstaltungen, also es ist eine der Serviceleistungen, die unsere Frauen anbieten. Zum Beispiel das Infofrühstück für Wiedereinsteigerinnen. Da kann man nur ein bisschen jetzt erzählen, wie es im Moment ausschaut. Die derzeitige Leiterin, die Frau Magistra Bernadette Böchheim, hat erst erzählt, jetzt Corona-bedingt natürlich lange Pause für all unsere Veranstaltungen. Aber zum Beispiel diese Veranstaltung, also dieses Infofrühstück läuft gerade wieder an. Wird gerade wieder gemacht, nach einer sehr langen Pause eben. Also uns ist das allen sehr lang vorgekommen, muss man ganz klar sagen. Und man merkt, die Mitglieder freuen sich. Die Mitglieder sagen, ma, schön, dass es wieder angeboten wird. Ma, freut uns irrsinnig. Und da merken auch wir, es hat was gefehlt. Es sind Serviceleistungen, die unsere Mitglieder irrsinnig gern in Anspruch nehmen. Und das kriegt man dann natürlich auch gern als Feedback, dass man sagt, Corona-bedingt, das hat nicht stattgefunden und es hat uns gefehlt. Also ist dann natürlich ein gutes Feedback. Ja, ganz kurz noch zur Politik der Abteilung. Frauenpolitische Forderungen, ganz wichtig. Die Arbeiterkammer setzt sich nämlich natürlich auch auf interessenpolitischer Ebene für ihre Mitglieder ein. Was heißt das? Es werden Forderungen formuliert. Und man darf sich das nicht so vorstellen, die Arbeiterkammer oder der ÖGB formuliert Forderungen im Alleingang. Na, also wenn ich da ein Beispiel nennen darf, zum Beispiel zum heurigen Weltfrauentag, da haben die drei Vizepräsidentinnen der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer und der Landwirtschaftskammer, Gabi Lechner, Patricia Berger und Maria Pein, gemeinsam ein sogenanntes Fünf-Punkte-Programm vorgestellt. Und mit sehr vielen Forderungen, aber für mich am wichtigsten und auch wirklich vordringlich war natürlich die Forderung in Bezug auf die Verbesserung der Kinderbetreuung. Weil jedes Kind soll die Möglichkeit haben, qualitativ hochwertige Betreuung in Anspruch zu nehmen. Jeder Elternteil, aber vor allem jede Mutter soll die Möglichkeit haben, wieder ins Berufsleben zurückkehren zu können. Und da ganz wichtig, da reden wir nicht vom Niedriglohnsektor in einem prekären Arbeitsverhältnis, weil das ist meistens die Realität. Und das eine kann nicht ohne das andere funktionieren. Wenn ich das Kind nicht gut betreut weiß, dann kann natürlich auch meine Rückkehr ins Berufsleben nicht stattfinden oder nicht in dem Ausmaß, wie man sich's vorstellt, stattfinden. Und deshalb eine der wichtigsten Forderungen, ganz klar. Aber nicht die einzige. Eine verbindliche Geschlechterquote in Führungspositionen wird gefordert. Mehr Transparenz beim Einkommen. Ganz wichtiger, die finanzielle Anerkennung bisher unbezahlter Arbeit. Und was durch Corona wieder, die Diskussion wieder sehr aufgeflammt ist. Eine allgemeine Neubewertung der Arbeit. Auch das sind Forderungen, die von unseren Frauen formuliert werden. Ja, ich habe jetzt ganz kurz erzählt, was macht unsere Abteilung? Was sind die Tätigkeitsbereiche, mit was beschäftigen sie sich? Was fordern sie? Was wollen sie politisch erreichen? Was wollen sie politisch umsetzen? Was bieten sie unseren Mitgliedern an? Aber es war ganz klar nur ein Bruchteil dessen, was sie machen, was sie erreicht haben, was sie auch ganz sicher noch erreichen werden. Und wir gehört haben, die Gleichstellung der Geschlechter und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Beitrag dazu und eine ganz tolle Abteilung, die, so finde ich, also so war es auch für mich, mehr macht, wie was man am ersten Blick oder beim ersten Hinhören glaubt. Und da ist es mir immer wichtig, dass man das auch ein bisschen erzählt. Ja, danke. Made for walking.
days these boots are gonna walk all over you. Is what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. You keep thinking that you'll never get hurt. Well, I've just found me a brand new box of matches. And what he knows, you had made for walking. That's just what they do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Wir schlagen jetzt das letzte Kapitel auf. Angekündigt wurde es als ein kurzes, wir werden es sehen, weil ich glaube auch, dass es dennoch ein sehr wichtiges Thema ist. Es geht jetzt um die Zukunft der Arbeiterkammer und der Sozialpartnerschaft. Wir werden sehen, ob kurz oder lange ein letztes Mal Herr Professor Dr. Dr. Ansenberger nach vorne und von Ihnen noch einmal einen Applaus, weil gesagt, es ist das letzte Thema heute. Mein Gott, na, bist du charmant, liebe Frau Moderatorin. Das Folgetornhorn draußen hat es anders gemacht. Tatü, tata, Ansenberger endlich abtreten und das werden wir jetzt tun. Jetzt wird es kurz werden. Oder doch nicht? Na, sicher, ja. Was haben Sie gesungen, ja, unsere Famosen da oben? These boots are made for walking and that's just what they do. In these days they'll be walking over you. Diese Schuhe sind dafür geschaffen, um zu marschieren. Und das werden sie auch tun. Demnächst werden sie über dich marschieren. Und wer das kennt, das Lied, und wie das dargeboten wird von der Nancy Sinatra, ja, mit solchen Plateaus, der weiß, was dem untreuen Ehemann, es gibt keine untreuen Frauen, es gibt nur untreue Ehemänner, was dem untreuen Ehemann tatsächlich gebührt. Und so ist es ein bisschen auch mit uns. Wir wollen nicht marschieren. Aber wir können marschieren. Wir werden schauen, wie dann die Solidaritätskartelle tatsächlich halten, wann wir marschieren müssen. Jedenfalls die, die ich da anschaue, die werden wahrscheinlich dabei sein. Nicht? Was haben wir für Hammerlaun hier außen stehen, Leute? Nicht? Also die Heike Ebner, immer diese zärtlichen Heels wahrscheinlich. Was? Aber daneben nicht? Der Herr Jammerbund und der Herr Stöller, nicht? Der ist schon anständig. Und ich glaube, der Kollege Bierkörper-Partien ist auch dabei und da wird der Stiefel auch passen. Dann müssen wir es tun. Lieber tun wir verhandeln. Und wir sind auch nicht so kleinlich. Wenn man uns halbwegs das gibt, ja, was uns für unsere Arbeit zusteht, dann soll es schon in Ordnung sein. Wir legen nichts auf die Goldwaage. Lieber tun wir verhandeln als marschieren, bringt tatsächlich auch mehr. Und schon gar nicht wollen wir über jemanden anderen drüber marschieren. Das hat diese Bewegung, das kann man hier schon mit ein bisschen Stolz sagen, in ihrer Geschichte nie getan. Wir sind nie über andere drüber marschiert. Und vor allem, und ich glaube, das kann keine andere Bewegung von sich behaupten, wir sind vor allem nie über Leichen gegangen. Wir haben zutiefst humanistische Wurzeln, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch Grenzen haben. Und ich plädiere schon dafür, dass man die auch respektiert. Und jetzt bin ich bei meinem Ausblick.
der ist jetzt wirklich kurz, weil ich habe keine Kristallkugel dabei und daher kann man ohnehin nicht allzu viel sagen. Aber das letzte Kapitel habe ich der Zukunft gewidmet und auch der Zukunft der Sozialpartner. Und wieder war es mir wichtig, dass das jetzt nicht eine Geschichte allein der Arbeiterkammer ist, sondern eine Geschichte all unserer Partner, des gesamten Pluralismus unserer Gesellschaft. Diese wunderbare Vielfältigkeit. Ich weiß schon, viele sagen Multikulti, alles Mögliche, aber jede Institution bringt doch Farbe ins Spiel und jeder Mensch bringt Farbe ins Spiel. Und ich beschäftige mich schon auch mit der europäischen Arbeitergeschichte und mit den Zukunftschancen der europäischen Arbeitnehmerinteressenbewegung. Und vielleicht können wir irgendwann einmal weltweit ein bisschen hinausschauen. Und es fällt mir schon auf, wenn ich mir die Geschichte der Arbeiterkammer anschaue, dass am Beginn fast alle entwickelten Staaten die Arbeiterkammer-Idee vorangetrieben haben. Aber dann ist eigentlich nur Österreich übrig geblieben mit den neuen Länderkammern und mit einer Dachorganisation der Bundesarbeitskammer. Und daneben haben wir noch kleine Kammern auf Länderebene, kaum ausgestattet mit Geld. Die machen hin und wieder mal eine Expertise, aber nicht der Rede wert in Bremen und in Saarland, in Deutschland. Und dann haben wir noch Luxemburg und dann sind wir fertig. Aber wenn ich eingeladen werde, und ich werde es immer öfter auch im Ausland zu sprechen, mal in Deutschland oder in Frankreich, und ich sage dann, ich bin von der Arbeiterkammer. Dann sind sie zuerst einmal alle entsetzt, weil ich glaube, das ist die Einheitsgewerkschaft der Diktatur der DDR. Ja? Aber wenn ich ihnen dann erzähle, dass das Expertise heißt, dass wir der Think Tank sind, dass die Gewerkschaft, die uns auch skeptisch am Beginn gegenübergestanden ist, weil sie gesagt hat, das ist ja irgendwie eine Konkurrenz, gemerkt hat, was das bedeutet, wenn ich unterstützt wäre bei meinen Bildungsveranstaltungen in dem Vorantreiben meiner eigenen Interessen. Und wir haben das auch so wunderbar festgeschrieben im Arbeiterkammergesetz, das Zusammenarbeitsgebot. Und ich bin jetzt wieder beim Geld. Das macht einen Unterschied, wenn wir nur die Gewerkschaftsbeiträge haben und das Solidaritätskartell bröckelt oder ob wir noch 0,5% eines Beitrages haben, der kein Zwangsbeitrag und kein Pflichtbeitrag und alles Mögliche ist, sondern der einfach ein Beitrag ist, wie in jeder anderen Körperschaft öffentlichen Rechts. Wir sind nichts anderes als eine Republik oder ein Land oder eine Gemeinde. Man braucht nicht immer auf die Kammern hinhauen. Und jetzt der letzte Schwung im Wesentlichen. Wenn ich mir anschaue, wie die Solidarität schwindet, das Bewusstsein, dass nur die Zahl diese Unterschiede aufheben kann, dass ich in der Wahlzelle, dass ich bei der Frage, welcher Interessengemeinschaft trete ich bei, welche Interessengemeinschaft unterstütze ich Verantwortung zeigen muss und ein bisschen was wissen muss und dass ich mehr wissen muss als allein mein fachliches Wissen Arbeitsplatz. Wenn ich mir das anschaue und mir schaue mal an, die Verwerfungen, die auf uns zukommen, und ich habe sie angesprochen. Ich sage es noch einmal, ich habe es am Beginn gesagt. Migration, Klimawandel, Digitalisierung, Prekarisierung. Nehmen wir nur die Digitalisierung. Meine Damen und Herren, was heißt das für die Verhandlung, gemeinsame Verhandlung von anständigen Entgelt- und Arbeitsbedingungen? Wenn wir wissen, dass wir immer mehr digitalisiert abarbeiten und wenn wir wissen, dass wir Arbeitsschritte immer in kleinere Teile zerlegen können, wenn wir wissen als Beispiel, dass ihr großen Gebäudekomplex planen lassen kann in den einzelnen Teilen, dass ich sagen kann, jeder Teil wird einem unterschiedlichen Architekten in Detailausformung zugewiesen. Und da ist es völlig wurscht, wo der Architekt das zeichnet. Ob der das da in Mura oder St. Peter am Kamersberg zeichnet, ob er das in Bombay zeichnet, ob er das in Bangladesch zeichnet, ob er das in Bukarest zeichnet, ist völlig egal. Crowdworking. Und dann darf er anbieten. Er sagt, ich mache die Leistung zu der Qualität. Da darf er dann vorher noch eine Kaution hinterlegen, damit nichts schief geht, falls es nicht genau passt. Und das endgültig. Und jetzt überlegt es einmal. Da haben wir wieder die gleiche Situation wie im 19. Jahrhundert. Zuerst einmal sagt er, also um das Geld mache ich nicht. Das ist ja der Witz. Nicht? Aber dann kommt er drauf, er braucht was zu essen, seine Familie braucht was zu essen, er braucht ein Dach über dem Kopf
und er muss irgendwie fortkommen. Und er macht das plötzlich zum Grenzwert, sodass er gerade noch existieren kann. Und das ist das Problem. Und bei der Prekarisierung, meine Damen und Herren, wenn ich als Arbeitgeber, und das muss man verstehen, als Auftraggeber vielfach, in manchen Bereichen geht es nicht, weil da brauche ich eine Stammbelegschaft und da brauche ich die Qualität, kann ich nur vor Ort haben, aber in vielen Bereichen geht das schon, schaut euch nur den Journalismus an. Ja, wenn ich sage, ich kann das auch viel billiger, einfacher, flexibler, ohne irgendwelche Fürsorge- und Treuepflichten auch haben im Rahmen eines Ein-Personen-Unternehmens, im Rahmen eines freien Dienstverhältnisses, im Rahmen eines Werkvertrages. Ja, warum soll ich mich da an einen Arbeitsvertrag binden? Das ist ja dumm, nicht? Wo ich Kündigungsfristen habe, wenn ich einen Urlaub geben muss und Ähnliches und so weiter. Und wann jetzt viele sagen, also mich berührt es nicht und ich höre, ich komme aus der Murmürzfurche, ich höre das vor allem in Bereichen, nicht, wo der Adel der Arbeitnehmerschaft wohnt, das sind dann die Boxes, nicht, die angesprochen worden sind, nicht, die Pink One und die Green One und Ähnliches, nicht, die im Prinzip das Aufstiegsversprechen der Arbeitnehmerbewegung für sich eingelöst haben. Wenn ich durch Bruck gehe, dann sage ich, na gut, viele sind gleich geblieben, diese Boxes, aber manche sind auch die eingestiegen und eingezogen, die aufgestiegen sind. Und dann plötzlich ist es so. Man schaut nur auf seine eigenen Interessen. Also man ist ein Doktor, also ein Arzt und ein Lawyer und ein Jurist und man ist ein Businessman und dann tut man da Büro arbeiten und dann ist man am Golfplatz und seine Kinder, die schickt man in Summercamp, also ins Sommerlager, nicht? Und dann gehen sie brav in die Schule, kriegen sie Nachhilfe und dann gehen sie auf die Universität, da sind sie auch wieder in die Boxes und so geht das im Wesentlichen dahin. Und wenn wir es nicht schaffen, die Menschen zu überzeugen, die jetzt noch die Arbeitsplätze haben, zu wissen, dass das nicht in Stein gemeißelt ist und dass sie mithelfen müssen, dass hier ein Ausgleich geschaffen wird, dann werden ihre Arbeitsplätze schwer auch unter Druck kommen, wenn da technische Fortschritt so weitergeht. Und diejenigen, die herausfallen, denen muss man sagen, sie müssen das Bewusstsein entwickeln, das die Menschen im 19. Jahrhundert, am Beginn des 20. Jahrhunderts gehabt haben. Nämlich zusammenzuschließen, zu Willensbilden sogar gar nicht. Ich weiß schon, sie sind in der Wirtschaftskammer, das ist in Ordnung, aber da gibt es auch oft Interessenkonflikte, weil es sind Auftraggeber, Auftragnehmer. Und ich weiß, dass, und da funktioniert die Sozialpartnerschaft, Gewerkschaft wieder zum Beispiel, schon gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Modelle entwickelt, wie man hier Verhandlungsmacht aufbaut. Aber da muss auch das Bewusstsein bei diesen Menschen entstehen, dass man nur gemeinsam Interessen verhandeln kann. Und jetzt bin ich bei meinem Schlusssatz, meine Damen und Herren, ausgewogen, so wie immer, wenn man in eine Kristallkugel schaut. Bröckeln die Solidaritätskartelle, die kollektiven Interessenvertretungen, vor allem auf jener Seite der Menschen, die nur ihre Arbeit am Markt zu verkaufen haben, dann sehe ich insgesamt sehr düsteren Zeiten entgegen. Weil ich aber ein unglaublicher Optimist bin und jetzt mir eine Roadshow vor, nicht, mit meinen vortrefflichen Damen. Wir werden in der Zukunft keine Quote brauchen, meine Damen und Herren. Also da kommen anständige Damen zum Zug, wenn der letzte Silberrücken und das WI sein ausgezogen ist aus der Arbeiterkammer. Wenn ich da mit den Menschen mich unterhalte, dann merke ich schon ein bisschen auch eine Sehnsucht, dass man zu alten Werten auch wieder zurückfindet. Und wenn ich das erfahre bei unserer kleinen Roadshow, dann bin ich überzeugt, dass wir noch einmal vielleicht bessere 100 Jahre vor uns haben, nochmals 100 Jahre Arbeiterkammer. Ich danke euch schön. She went to the union hall, where the meeting it was called, and when the letter
edge and boys come round to you, always look around. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Till the day I die. This union maid was wise to the tricks of comedy spies. She couldn't be fooled by comedy stool. She always organized the guy. She always got her way when she struck for better pay. She showed her card to the National Guard and this is what she said. Whoa, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Whoa, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Whoa, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Till the day I die. Das war ein sehr umfassender Abend, ein hochinteressanter Abend, aber es waren ja auch geballte 100 Jahre Arbeiterkammer Steiermark, 100 Jahre Gerechtigkeit. Ich bedanke mich nochmals bei den Referenten und sage Danke im Namen des Außenstellenleiters aus Murau, im Namen von Herrn Andreas Gutmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie mit dabei waren und die Aufmerksamkeit uns heute hier gespendet haben. Im Namen dessen oder in seinem Namen bedanke ich mich auch nochmals beim Musikduo Maigl. Danke für die Begleitung und insgesamt noch einmal danke, würde ich gerade sagen. Einen großen Applaus. Auch ich bedanke mich bei Ihnen für die Zeit, dass ich das Ganze begleiten durfte. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und sage auf Wiedersehen. You with the sad. Don't be discouraged, show I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can't lose sight of it all, and the darkness inside you makes you feel so small. But I see her true. Valentina, du weißt noch nicht, was Gerechtigkeit bedeutet. Wie soll ich es dir erklären? Sie ist wie du, unsere Zukunft. Und wenn wir
müssen gut darauf aufpassen, damit du in einem Land der Fairness und Solidarität aufwächst. Das ist dein Recht, das deiner Familie und Millionen anderer Menschen. Darauf passen wir auf. Gerechtigkeit für dich. Arbeiterkammer.